Na dann. Geben wir ihm einen Moment, online zu gehen. Aha. Hallo. Wie dieser Stream schon seit einer Weile sagt, spielen wir tatsächlich DSA und Divinity Original Sin 2 gleichzeitig. Wir spielen nämlich jetzt das DSA-Abenteuer, das extra für den Game Master-Modus geschrieben wurde, beziehungsweise für das es alles, was man dafür benötigt, im Game Master-Modus gibt. Und wir spielen das zusammen mit ein paar bekannten Leuten. Nico wird den Spielleiter übernehmen, da er auch den allergrößten Teil geschrieben hat an diesem Modul. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombi. No, kein Druck. Und Anselm ist mit dabei. Hallo Anselm. Hallo, ich bin da. Und Anselm spielt einen Charakter aus der Lab-Kampagne, mit der das Modul verbunden ist. Den Charakter, den er immer abends gespielt hat, wenn er keine Lust mehr auf was anderes hatte oder wenn er der Bösewicht eines Zevaon eigentlich schon gefangen gesetzt oder umgebracht worden war, nämlich. Nämlich und auch gespielt tatsächlich mal in den Plot eingestrickt als Mensch mit Krebsscheren an den Ja. Händen. Adeptus Major Vino Bianco Was, der ist aus. Adeptus Major? Ja, natürlich ist der Adeptus Major. Das ist doch nicht irgendein dahergelaufener Adeptus Minor. Hui, hui, Hallo? hui, hui. Ja, und Adeptus Major Vino Bianco hört Stimmen in seinem Kopf. Ich dachte, wir In hätten uns auf Vino Balanco verständigt, weil Vino Bianco das noch bescheuerter ist. ja, das, das Ja ist stumm. Also. Okay, Vino Bianco, ja, die ernstzunehmende Fassung. Und ich habe Stimmen in meinem Kopf, deswegen habe ich Leute engagiert, die im Hintergrund sitzen und ab und zu irgendwelchen DSA-Nonsens einwerfen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass im Hintergrund deine eigentliche DSA-5-Runde spielt, gerade die quasi als Let's Play im Hintergrund noch mitläuft. Ich will die Diskussion nicht anfachen, aber es ist nicht meine Gruppe und es ist eine DSA-4-Runde. Oh, verdammt. Wir werden Okay. das hier natürlich exakt nach DSA-5-Regeln spielen. Scherz. Hört man eigentlich die Musik des Spiels Gerade ist im keine Spiel des Musik im Films? Spiel. Als ich vorhin Also einen Test ich gestreamt höre habe. sie. Ah, wenn ich wieder tatsächlich in das Spiel reinklicke, dann hört man, glaube ich, auch den Ton des Spiels. Der geht Ah, ja raus. okay. Also ich war eben in OBS und habe da Sachen gemacht. Bam. Alles klar. Gut. Ansonsten spielt noch mit der Benny. Hallo. Und der spielt jemanden. Genau, der Benny kommt das später dazu. Wir werden das ein bisschen anders spielen, als es. War das eine Katze? Ja, meine Katze. Schöne Anscheinend. Grüße. Wir hatten schon sehr viel schöne Hintergrundgeräusche bei Benny, während wir das vorbereitet und die Charaktere erstellt haben. Aber die Katze war jetzt neu. Wir werden das ein bisschen anders spielen, als es im Abenteuer vorgesehen ist, um es zu kürzen, um ihm ein bisschen eine andere Perspektive zu geben und um es mit der vorhandenen Besetzung auch sinnvoller zu spielen. Und wir werden später einsteigen, als es zum Beispiel bei dem Let's Play, das Larian gemacht hat, der Fall war. Die haben es von Anfang an gespielt und erstmal eine Stunde nur in der Taverne rumgehangen. Die Taverne dient vor allem dazu, um Neulinge in der Welt von DSA ein bisschen zu erklären, was Aventurien so ist, wie die Mythologie so ist, was gerade in der Welt vor sich geht, und das brauchen wir alles nicht, würde ich sagen. Das ist eigentlich dieses DSA, von dem alle reden. Wir machen das Ja, nochmal vielen mit Dank, Anselm Anselm. gesondert, später in einem einzelnen Stream. Aber damit haben wir Björn übersprungen. Das geht eigentlich gar nicht, ne? Björn kommt schon noch Björn? vor. Keine, der wird dorthin zurückkehren, Ach aber wir fangen so, ein bisschen später. ich dachte jetzt, wir haben einen weiteren Mitspieler verpasst, aber du meinst eine Figur Nein, namens Björn aus dem Modul, wir haben ja. keinen. Oh Mann, das wird ja Das wieder super. fängt super an. Gut, damit sind alle vorgestellt. Wollen wir dann reinspringen? Genau, wir fangen damit an. Wir sind im Frühjahr des Jahres 1040 nach Prospera 2. Das heißt, ihr habt sicher mitbekommen, als kundige Helden, die durch die Gegend ziehen, dass es gerade mal wieder Stress gibt mit den Heptarchen bzw. mit dem Schattenmarschall Helme Hafax, der vor kurzem über die Stadt Perikum hergefallen ist mit seiner ganzen Flotte und dort offenbar versuchte, den Rondra-Tempel zu erobern. Möglicherweise habt ihr euch gedacht, das ist ja spannend, Was vielleicht kann ich da helfen. Vielleicht habt ihr euch gedacht, oh ist der mein Punkt? Gott, nur weg davon, ja? Was ist der Helfen Punkt in auf Ab welcher Seite? Was ist der Punkt in Aventurien, der am weitesten von diesem Problem entfernt ist? Okay, dann behaupten wir einfach mal, ihr wart in der Nähe von Perikum und möchtet möglichst weit und möglichst schnell weg davon. Es ist gut. Das ist voll so das stirb langsam Intro. Nico, Ja. kannst du deinen Ton noch ein bisschen lauter stellen? Meinen Ton lauter stellen, ich Also. fürchtete. Ja, der Chat sagt, dass du im Vergleich zu allen anderen ein bisschen leiser bist. Ich habe hier schon an den Einstellungen bei mir mich ein bisschen leiser gemacht, aber ich glaube, im Vergleich zu Benny und Anselm bist du noch ein bisschen dumpfer. Dumpfer? Jetzt warst du auf jeden Fall lauter.
wie ich das Mikrofon fast gefressen habe gerade. Ja. Guten Appetit. Ja, es schmeckt nach Plastik und Metall. Wie ist es denn jetzt? Also für mich bist du jetzt lauter und klarer. Okay. Gut. Aber es war eh nicht so wichtig, was ich erzählt habe. Es war nur irgendwelches Hintergrund, Exposition, bla bla. Das ihr alle schon kennt. Ihr wisst ja schon, was die allgemeine Situation in Aventurien zu diesem Zeitpunkt ist. Ja, wir steigen einfach schnell ein. Ich habe hier schon seit einer Weile einen Vorlesetext, den ich jetzt nicht vorlese. Aber Maike, du kannst ihn gut vorlesen, oder? Eure Reise hat euch etwas abseits der großen Straßen zu einem kleinen, einsamen Fischerdorf am Golf von Pericum geführt. Ein beständiger Ostwind treibt den Geruch nach Meeresluft in eure Nasen, doch es schwingt noch etwas anderes mit. Ein unangenehmer Duft, den ihr nicht zuordnen könnt. Die wenigen windschiefen Bretterhütten des Dorfes umgeben ein kleines Gasthaus, das trotzig aus dem sandigen Boden ragt. Vor ihm sitzt eine junge Frau auf der Straße, die jedoch aufspringt, als sie euch erblickt und auf euch zugerannt kommt. Ihr seht mir aus, als könntet ihr zupacken. Am Strand ist eine Art Monstrum angespült worden. Sicher eine der Kriegsmaschinen des Schattenmarschalls. Niemand wagt es mehr, zum Ufer zu gehen. Könntet ihr euch die Sache mal ansehen? Nein. Vielen Dank, Maggie. Normalerweise würde jetzt erst eine längere Szene in diesem kleinen Dorf kommen, wo ihr mit den Leuten drüber reden könnt, was das Problem ist und ein bisschen mehr über Aventurien erfahren könnt. So ist das Abenteuer nun mal für Neuansteiger geschrieben. Wir behaupten jetzt einfach mal, ihr habt euch das, habt natürlich sofort Ja gesagt. Und wir springen direkt dorthin, wo die Mission euch hinführt. Ist das in Ordnung? Ja, ich bin sehr interessiert daran, was da an dieser Küste angeschwemmt worden ist. Vielleicht kann man damit noch arbeiten. Ich habe vergessen, dass ich nicht gesagt habe, welchen Charakter ich spiele. Meine Kameraperspektive ist etwas verstört gewesen. Ich war direkt hinter einem riesigen Spinnenbein geparkt. Ich möchte bemerken, ich habe auf Orientierung gewürfelt und 3,20 zur Remmer 20 gewürfelt. Das heißt, ich gehe schnurstracks genau dahin, wo dieses Ding am Strand ist. Constanze Onajera, Brabaca Nekromantin, ist natürlich daran interessiert, was für Materialien man da vielleicht abgreifen kann. Genau, erzähl uns ein bisschen was über deinen Charakter und wie er mit dem Kollegium Magiket zusammenhängt. Constanze Onajera ist eine Abgängerin der Halle der Geister in Brabak, aber sie hat zwischendurch auch im Institut der Arkanen Analysen in Kuslik gearbeitet und im Rahmen dessen war sie Teil, Teil einer Gesandtschaft, die ein Gebäude vom Entschuldigt, aber das funktioniert. Das geht so nicht. Kurz Moment. So, jetzt hat. Okay. Ja, genau, das ist bestimmt. Bist du umgezogen? Ja, sie war Teil einer Gesandtschaft, die ein Gebäude von Ilmblick gemietet hat an seinem Kollegium, um dort auch zu forschen, weil die da interessante Strukturen von Kraftlinien haben. Dann sind Dinge schiefgegangen und sie hat sich vielleicht nicht ganz ethisch benommen und deswegen gab es Ärger in erster Linie von der Schwarzen Gilde, weil sie sich hat erwischen lassen und sie wurde unter anderem zu Sozialstunden verurteilt. Deswegen hat sie tatsächlich später noch Unterricht in Nekromantie und wie man im Notfall etwas dagegen tun kann und Astrologie und wie ist der menschliche Körper aufgebaut gehalten. Diesmal war es nicht mein Sohn. Jemand schreibt im Chat, da rebelliert ein Kind im Hintergrund, wirklich süß. Ist total erschrocken. Kannst du auch machen? Benny, brauchst Push to Talk. Muss ich nur schauen, wo ich das einstellen kann. In Skype. Dann gehe ich mal kurz raus hier. Ich bin mir sicher, die 150 Leute, die gerade zuschauen, freuen sich sehr, dein Kind schreien zu hören. Das stimmt. Und diese Erfahrung deines Lebens teilnehmen was, zu können. Was, es haben schon zwei Leute... Ja. Das stimmt. Es haben schon zwei Leute im Chat geschrieben, dass sie das niedlich finden, das Baby zu hören. Okay, dann stellen wir uns einfach vor, dass irgendwo auf dieser Karte ein Baby schreit. Ich stelle mir jetzt vor, dass Vino Bianco ein Kind von einer seiner Liebschaften in den Arm gedrückt bekommen hat, sobald das abgestillt war und sich jetzt darum kümmern muss. Und das Kind ist dementsprechend nicht begeistert, weil Vino Bianco vermutlich keine Ahnung davon hat. Ja, deswegen versuche ich auch möglichst, mich von Problemen fernzuhalten, weil ich nämlich ein verantwortungsvoller vielleicht Vater bin. Und deswegen patze ich einfach nur. Aber ich gehe mal hier aus dem Schatten. So. So. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Vino Balanco und Constanza Onajera haben sich bereit erklärt, als Leute, die gerade auf der Flucht vor kriegerischen Aktionen des Schattenmarschalls sind, irgendwelchen armen Bauern, die an der, oder an armen Fischern, die an der Küste des Perlenmeers leben,
zu helfen, weil offensichtlich eine monströse Kreatur in deren, an deren Strand angespült worden ist. Und sie natürlich jetzt alle Angst haben, ans Meer zu gehen. Sie haben alle Angst, weiter ihrer Tätigkeit als Fischer nachzugehen. Und das Dorf steht natürlich deswegen vor dem Hungertod, wenn nicht bald mal jemand den Mut aufbringt, sich um das Problem zu kümmern. Das seid ihr beide jetzt. Aus total nicht eigensüchtigen Gründen. Und eigentlich möchtest du dir, Maggie, möchtest du dir anschauen, was das denn eigentlich für ein dämonisches Wesen ist, das da angespült worden ist, um es vielleicht ja, auszubeuten irgendwelche tollen Zutaten einzusammeln. Ich glaube allerdings, deine Bitrate könnte noch ein bisschen höher gestellt werden. Das sieht ziemlich pixelig aus, was da gestreamt wird. Echt? Ich guck mal. OBS-Einstellungen. Stream. Ausgabe. Videobitrate 5769. Das ist ein bisschen wenig. Findest du das pixelig? Ich finde das eigentlich ziemlich klar. Na gut, solange wir uns nicht bewegen. Auf was soll ich es stellen? Wenn das geht, stellst du mal auf 7 wenigstens. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ohne Abbruch des Streams übernimmt. Das werden wir dann sehen. Aber es geht schon. Okay, ich habe es jetzt mal hochgestellt. Also gerade sieht es für mich auch ganz gut aus, das Bild. Also die Kommentare, der Kommentar sagt auch, sieht gut aus. Hier ist gar nichts pixelig. Ich hoffe, ich bin jetzt auch laut genug. Ich habe das Mikrofon jetzt die ganze Zeit im Mund. Ich habe mal ein bisschen gezeigt, was da Ekelhaftes am Strand liegt. Mhm. Dazu gibt es auch tatsächlich eine Vignette. Sekunde. Vor euch ragt ein monströses Konstrukt aus dem Meer. Schwarzes Holz, Metall und auch unbekannte Materialien sind zu einer abstrakten Form verwachsen, die zudem auch noch beim Auflaufen auf eine der Strandklippen zerborsten ist. Aus dem Rumpf ragen Auswüchse, die euch an riesige Spinnenbeine erinnern. Teilweise wurden sie abgerissen oder sind verkohlt, doch eines davon hat sich tief in den Sand gegraben und hält das Schiff, wie ihr es in Ermangelung eines besseren Wortes nennen müsst, dort fest. Teilweise liegt es unter den zornig anbrandenden Wellen, aber ihr könnt zumindest erkennen, dass dies nur ein Bruchteil eines viel größeren Schiffs gewesen sein muss. Es ist tatsächlich das Wrack einer Dämonenarche und an einigen Stellen brennt es, obwohl die fraglichen Teile unter Wasser liegen. An anderen tritt eine seltsame Flüssigkeit aus und beschmutzt den Sandstrand. Einige euch unbekannte Krebstiere quellen aus dem Bauch der Arche hervor und kommen auf euch zugestarkst. Krebsmenschen, ich war auch mal ein halber Krebs. Mit denen kann ich vielleicht reden, aber sie wirken irgendwie dämonisch. Sind sie dämonisch? Ihr wisst das doch besser als ich. Ich gehe davon aus, dass sie dämonisch sind und selbst wenn nicht, ich glaube, sie sind uns im Weg. Essen würde ich sie nicht. Ich habe doch mal damals irgendwann diesen einen Spruch gelernt, mit dem man einen ausgesprochen großartigen Eiswein herstellen kann, aber das sollte sich auch gegen diese Krebse irgendwie als wirksam erweisen. Ihr wollt Wein auf die Krebse werfen? Ich will sie vereisen. Ah, das ergibt irgendwie mehr Sinn. Sehen wir doch mal, wie wir näher an das Schiff herankommen. Ach, meine Robe wird nass. Ja, geht ruhig voran. Ich finde das gut. Ich halte mich weiter hinten. Ich bin nicht sicher, ob ich das gut finde. Ist mir das egal? Ja, ich glaube, das ist mir egal. Ah, was ist das? Hilfe! Ein Riesenkrebs! Tja, dann unternimmt doch mal was gegen den Riesenkrebs. Macht Eiswein draus. Ja, ich spreche ein Corpo Frigo auf den Krebs. Oh, nicht schlecht. Er zeigt sich irgendwie recht unbeeindruckt. Den Eindruck habe ich auch. Aber ich glaube, ihr seht wirklich lecker für ihn aus. Moment, nein, was? Das sind ziemlich viele Krebse. Es sind nur 3. Könnt ihr nicht so weit zählen? Das ist ziemlich viel. Du hast natürlich völlig recht, Maggie. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr, uns zu unterhalten. Einer steht genau vor euch. Was mache ich jetzt? Ja, wie genau nutzen wir jetzt eigentlich die Fähigkeiten hier des genau. Spiels? Genau, das ist jetzt der Punkt, wo man sozusagen... Oh Mist, ich bräuchte eine Leiche, um meinen Zauberspruch zu wirken. Dann... Naja, das ist ein Problem, das sich demnächst erübrigt haben wird. Ich lasse einen Schwarm Borberat-Moskitos auf das Viech los.
Und sie ist, ist es tot, ja. Okay. Das ist noch nicht wirklich tot, das ist nur bewusstlos, richtig? Nein, es war schon tot. Jetzt. Ja, ah, okay. Jetzt hast du eine, einen Fleischgolem erschaffen oder sowas. Mhm. Aus der Totenkrabbe ist das ein Problem. Warum sind denn dieser Gildenmagier und die Barbaradianerin oder die Ex-Nekromantin aus Brabak hier zusammen unterwegs? Ich glaube. Ja, da ist noch ein Vieh, ein Morfu. Nein, das ist meins. Macht euch nicht in die Hosen. Ich trage keine Hosen. Ich trage diesen praktischen Reisegewand-Umhang. Ich habe die eine Krabbe getötet, aus ihren Eingeweiden einen untoten Golem erhoben, den hingeschickt und in der Luft gesprengt und die zweite getötet. Ich fühle mich überraschend effektiv. So löst ihr Probleme in Brabak. Was habe ich noch? dieser kleine Zauberspruch hat mir durch große Dürren geholfen. Ja. Das ist ein misslungener Aquasphero gewesen, würde ich sagen. Das sah schon deutlich interessanter aus. War das ein Kulminatio? Eine Abart davon. Manchmal nutze ich solche Impulse für die gezielte Stimulation von Weinpflanzen. Eben. Habe ich erwähnt, dass ich Winzer bin? Ja, schon ein paar Mal. Also in meinem Kopf Kanon ist Vino Balanco losgeschickt worden, um nach Constanza und nach Hera zu suchen, weil es am Kollegium Stress mit den üblichen dämonischen Umtrieben gab und man sich dachte, jetzt könnte man so eine Expertin gebrauchen. Wo seid ihr hin? Hallo? Wir stehen auch da. Ja, klingt nach einer sinnvollen Aktion. Und jetzt will sie sich aber nicht dahin zurückschleifen lassen. Nein, ich finde das hier viel interessanter. So, was denkt ihr? Sollen wir um die Krabben rum? Ich will die nicht an der Robe haben. Sicher, Moment. So. Wie kommen wir nochmal so weit wie möglich von ihr weg? Eine Sekunde. Ihr habt die Krabben ja alle erledigt jetzt, ne? Ihr könnt allerdings sehen, auf dem Schiff laufen noch jede Menge von diesen Viechern rum, in allen möglichen Größen und Formen. Und das Schiff scheint die nach wie vor auszuspucken. Ihr habt das Gefühl, diese Dämonenarche, die hier gestrandet ist, ist in einem Todeskampf gefangen. Irgendwas in der Schlacht hat ihr übel zugesetzt, sie ist total zerlegt. Aber noch nicht besiegt. Und momentan hängt sie mit einem großen Spinnenbein hier an den Felsen fest und verendet langsam, blutet irgendwelches siebsphärisches Zeug aus, das die ganze Umgebung verseucht und aus ganz normalen Tieren und anderen Lebewesen hier am Strand dämonisch pervertierte Kreaturen macht, mit denen die Fischer hier im Ort noch viel Spaß haben werden in den nächsten Jahren. Höchst interessant. Sagt einmal, beherrscht ihr vielleicht ein Zauber, der irgendwie Hitze heraufbeschwört? Nein. Ja. Warum sollte ich Hitze heraufbeschwören? Ich komme aus Brabak. Wenn wir von einem genug haben, dann ist es Hitze. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich habe gerade überlegt, ob wir mit einer Kombination von verschiedenen Temperaturen vielleicht dieses hier verwachsene Bein sprengen könnten, sodass dieser Arche wieder so weit wie möglich von hier davon schwimmt. Wie wäre es, wenn wir uns vorher ein wenig die Arche näher anschauen, als verantwortungsbewusste Bürger, die sicher gehen wollen, dass nicht noch mehr Gefahr davon ausgeht? Das überzeugt mich so gar nicht. Wisst ihr was, vielleicht seid ihr mir doch nützlicher, wenn ich aus euch auch irgendwie was Untotes mache. Na gut, wir schauen uns das an. Schön. Aber macht aus mir nichts Untotes, bitte. Als hätte ich nicht besseres Material. Hier ist eine Leiter. Wollt ihr hoch? Nein, aber na gut. Ihr werdet doch sicherlich nicht hinter mir gehen, sonst schaut ihr mir noch unter die Robe. Ja, elegant hochgeklettert. Hier ist es ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Faszinierend. Lebt das ganze Material hier noch? Das sind Eier. Ich bin mir nicht sicher, ob es Eier sind oder Pusteln. Obwohl, tatsächlich, das scheinen Eier zu sein.
das Gute an diesem Game Master Mode. Ich muss nicht alles beschreiben, ich muss nicht ständig labern. Ihr könnt einfach selber die Karte erkunden, euch die Sachen angucken und mutmaßen. Und wenn es relevant wird, dann werde ich schon wieder... Oh, seht einmal, hier liegt ein Stab. Oh, hallo. Hier hat jemand einen Heiltrank liegen lassen. Meine Güte, was für eine Verschwendung. Ach, wie nett. Diese Gliedmaßen wachsen tatsächlich aus dem Rumpf des Schiffes heraus. Sag mal, könnt ihr mit diesem Stab irgendwas anfangen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Lasst mich mal einen Blick drauf werfen. Aus dem Schiff kommen tatsächlich ständig neue Kreaturen herausgekrochen, beziehungsweise schieben sich zwischen diesen fleischigen Fortsätzen heraus. Und erschweren ist ein wenig das zu erkunden, aber ja, ihr werdet mit sowas leicht fertig. Aha, okay. Zwei Treffer. Oh, das sieht aber nett aus. Die ist gründlich gegrillt. Vielleicht hast du es ein bisschen übertrieben mit den EP, die du uns gegeben hast. Vielleicht, aber so sind wir schneller. Wo sind denn die anderen überhaupt? Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem mit diesem Game Master Mode. Ne? Du hast hier diese Kämpfe nach dem System von Divinity, die nicht wirklich zu den Mechanismen von DSA passen. Das je schneller wir die abhandeln, desto lieber ist mir das natürlich. Was hast du gemacht? Naja, ich habe hier natürlich Würfel. Ich würfel die ganze Zeit, um meine Zauber auch klappen. Ja, natürlich. Jetzt tut doch was. Dieter Ruxer fragt, gibt's das Spiel, die Mod eigentlich auch auf Deutsch? Ja. Das hat nicht hingehauen. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt schneller. Ich fühle mich irgendwie leichtfüßiger als vorher. Wie bitte? Ja, ihr habt mich, glaube ich, schneller gemacht. Ah, die Reichweite von diesem Zauber ist zu kurz. Ich verstehe. Ihr seht tatsächlich auch nur diese Auswüchse und ein paar pervertierte Tiere an Bord des Schiffes. Keine Menschen, keine menschlichen Leichen. Was auch immer während der Schlacht im Perikum hier mit dem Schiff passiert ist, offenbar haben die mittelreichischen Verteidiger gründlich unter den Truppen von Helmarfax aufgeräumt. Aber ich glaube, das ist euch eigentlich egal, oder? Mhm. Es ist euch wahrscheinlich auch völlig egal, wie die Lage im Mittelreich ist. Mir ist das insofern wichtig, als dass das einigermaßen ordentlich und aufgeräumt sein soll. Also diese Arche ist ein ganz schrecklicher Ort. Können wir hier vielleicht bald runter? Haben wir jetzt alles Interessante gefunden? Diese Frau hatte Geld bei sich. Vielleicht war sie mal ein Mensch. Wenn sich Konstanz ein bisschen umschaut, entdeckt sie tatsächlich eine Luke, die aus dem ganzen Gekröse herausragt, die relativ unbeschadet aussieht. Hm. Adeptus Bianco. Wollt ihr mir vielleicht dabei helfen, was Schweres anzuheben? Ich habe eine Krabbenschere gefunden. Ja. Ich komme, Moment. Oh, eine Luke. Wo die ihr wohl hinführt. Gehen wir wieder? Nein. Helfen wir mal, das aufzumachen. Dann lauschen wir mal, ob da was drin ist. Und sobald du dich danach bückst, schiebe ich dich rein. Das ist mir irgendwie zu schwer. Ihr schafft das. Das kann so nicht funktionieren. Das geht so nicht. Oh, doch. Benutze Vino Bianco mit Luke. Das habe ich getan. Ich habe tatsächlich das Gefühl, als wäre das hier wirklich mein normales Schiff gewesen und dann ist das andere drumherum gewachsen. Das ist eine interessante Erkenntnis zur Entstehung von Dämonenarchen. Ja. Ja, das mag auch ein Trugschluss sein. Das ist doch auch eine Beobachtung, die es sich lohnen würde, niederzuschreiben. Richtig? Und am besten, damit wir sicherstellen, dass ihr das noch könnt, gehen wir jetzt wieder. Ich kann mir das merken. Geht weiter. Ihr. Schauen wir also alles, mal. Was ihr seht, ist auch das, was passiert. Ne? Diese Luke führt zu einer Treppe, die führt ins Innere des Schiffs, das ebenfalls völlig von diesen Dämonenranken überwuchert ist. Constanza geht natürlich mutig voran. Wir hätten uns vielleicht ein paar Haut draufs. Oh, hier ist eine Kiste. Bisschen Musik anmachen, das ist ja auch so eine Funktion. Du kannst dir ja immer
Musik und Geräusche einspielen. Danke, Markus Pröbsting, für 2 Euro im Superchat. Das ist der Jingle dafür. Wir haben keinen Jingle, ich muss den immer manuell machen, quasi, also oral. Wahrscheinlich hört man die Musik nur nicht, weil sie relativ leise ist. Ich höre die Musik. Ich höre die Musik. Ja, jetzt höre ich sie auch. Okay. Ich höre Benni. Oh, ich habe schon vergessen, dass er da ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir sind nicht alleine auf dieser Arche. Hat sich wohl genau, das Licht verändert? Das ist ein bisschen sehr hell gerade, oder? Das Licht ändert sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben möchte. Wie ist das denn? Nein, das ist ja alles blöd. Sag mir doch, wonach wir hier Ausschau halten sollen. Und dann verschwinden wir wieder. Hier ist deine Leiche. Das scheint mir nicht sehr... Hier ist auch eine Leiche. Er hat einen Zaubertrank bei sich. Ups, hier war eine Leiche. Könnt ihr damit aufhören, bitte? Das stört die Totenruhe. Von diesen barbaradianischen Söldnern? Ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Was wolltest du machen mit der Leiche? Ich habe sie erhoben als Fleischgolem. Welche Leiche war das denn? Wo lag die denn? Da lag eine Deko-Leiche. Ah, okay. Die kann man auch benutzen. Hier liegen einige Leichen tatsächlich, die viele davon sind mit diesen dämonischen Ranken verwachsen. So als wären sie davon überwuchert worden, als wären sie ausgezehrt worden. Ja. Und in der Mitte des Raumes, ungefähr da, wo du stehst, ein bisschen zentraler, ist eine, das siehst du jetzt hier nicht, ein Steuerrad, ein großes metallenes Steuerrad mit dem Boden verwachsen und mit dem Steuerrad wiederum ist ebenfalls eine Leiche verwachsen. Ein Mensch, der aussieht, als wäre gerade so Holz geworden, völlig überwuchert von hölzernen Fasern und halb mit dem Schiff verwachsen, nur sein Oberkörper ragt heraus und er ist über dieses Steuerrad gesunken. Und scheint dabei entschlafen zu sein, oder? Also du siehst keine Einwirkung von Gewalt, er ist einfach tot. Mach keinen Mist, weckt ihn nicht auf! Glaubt ihr, den kann man noch aufwecken? Ich möchte es gar nicht rausfinden! Warte, entschuldigt, mir ist wieder mein Konstrukt weggestorben. Explodiert. Tot war es ja schon. Ich benutze die Kreatur, die ich erhoben habe, um vorsichtig diesen komischen, hölzernen Mann anzustupsen. Du gibst ihr welchen Befehl? Was soll sie tun? Ich gebe meiner untoten Kreatur den Befehl, zu dem hölzernen Mann zu robben und ihn vorsichtig anzutatschen mit ihren Pseudopoden. Gut. Es gibt keinen Widerstand. Er reagiert überhaupt nicht. Es ist, als wäre er aus ganz hartem Steineichenholz. Wackelt nicht, bewegt sich nicht. Keine Reaktion. Ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise hat die Crew auch nur ein falsches Verständnis davon, wo die Galionsfigur hingehört. Sollte das ein Witz sein? Eigentlich nicht. Ich tendiere nicht zu Witzen. Also, weil wir da nicht weiterkommen, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach weiter, solange noch nichts Gefährliches unter die... Ein Beben geht durch das Schiff. Oh. So kann ich das vielleicht sogar darstellen. Das ist immer die Frage, ist das sinnvoll, ne? Ist es sinnvoll, hier jetzt ewig in diesem Menü rumzusuchen nach irgendeinem Geräusch? Diese Tür ist verschlossen. Oder sag ich euch einfach? Ja, sag's uns lieber, als... Also, klingt alles blöd. Ne? Überleg immer, wie lange es dauern würde. Ja, genau. Und ihr seht, wie an einigen Stellen Wasser eindringt durch die Wände. Und als ihr dann mehr auf die Umgebung achtet, hört ihr ganz, ganz, ganz dumpf von unter euch eine menschliche Stimme. Es klingt, als würde jemand rufen. Oh, höchst interessant. Hier ist noch jemand. Hier lag ein Zauberbuch mit einer These, die ich schon kenne. Aber such eine Möglichkeit, diese Tür aufzukriegen. Ich glaube, wir sollten noch weiter nach unten gehen. Irgendjemand lebt hier noch. Wenn das vorbei ist, schmeiße ich meine Stiefel weg. Hier sind alle Türen verschlossen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Schaut in den inneren Räumen, die offen sind, ob es irgendwo etwas gibt. Im Notfall ein Dietrich, ein Rambock, was weiß ich. Das war nicht mein Kater. Doch, natürlich, was denn sonst? Das war ja, wo komm ich? Hilft euch ein Krug mit Blut weiter? Nein, hab ich schon.
Hier ist ein abgetrennter Arm. Oh, hier sind eine ganze Menge abgetrennte Köpfe. Oh, toll. Ich finde nichts. Gar nichts. Ach, nichts, ich fühle mich hier ganz zu Hause. Ich habe keine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Ihr seid doch erfahrene Magier. Ihr werdet doch einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Ja, ich nutze brutale Gewalt. Tonk. Du schlägst einfach drauf. Sie ist gegen Feuer empfindlich. Eigentlich müsste es, also ich will meine Astralkraft ja nicht zu stark beanspruchen, aber theoretisch, sie ist verschlossen, sie hat ein Eisenschloss. Hat sie ein Eisenschloss? Ja. Ja. Gut, das heißt, wenn wir dort Wasser reinfüllen und es gefrieren, müsste das Schloss platzen. Das sagt mir überhaupt nichts, aber wenn ihr kennt euch mit gefrierenden Dingen aus. Ich werde das mal versuchen. Erstmal ein bisschen Regen, aber nur an einer ganz kleinen Stelle. Ja, natürlich. Ihr habt es geschafft, dass es im Schiff regnet. Das ist wirklich erstaunlich. Es ist dir gelungen, auf jeden Fall das Schloss mit Wasser zu füllen. Ja. Es wird gefragt, warum die Magierin so Mörderhobo ist, weil sie Brabakarin ist. Und jetzt noch das Eis. Ja, vielen Dank. Jetzt ist mir kalt. Ich habe tatsächlich die Tür unterkühlt, also im Spiel. Nicht schlecht. So, hat sie das aufgemacht? Ja, sie ist jetzt offen. Du hast das Schloss gesprengt. Durch Physik? Sag doch einer nochmal, dass Wettermagier nutzlos wären. Ich dachte eigentlich bisher, Wettermagier wären nutzlos. Aber wie genau habt ihr das gemacht? Erzähl euch, wenn wir hier draußen sind. Ja, jetzt deutlich lauter die Hilferufe, die von unter dem Deck kommen. Ich glaube, wir müssen nach unten. Das ist noch eine weitere Treppe, die nach unten führt. Hier ist bestimmt nur eine verschlossene Tür. Deine DSA-Runde im Hintergrund auch Spaß, oder? Hat der gerade jemand das Zahnarzt gesagt? Das ist die Stimme in meinem Kopf. Geht der da runter? Vom Tannhaus. Geht der nicht runter? Geht der runter? Das Spiel wurde gerade pausiert. Kann ich gehe runter. Gut. Ich komme mit. Nein. Wie würdet ihr die Verschalung der Wände bezeichnen? Also, für mich sehen sie überhaupt nicht verschalt aus. Ich kann die Bretter sehen. Die Verschallung der Wände? Mhm. Wie kommen wir da jetzt drauf? Weil wir auf einem Schiff sind. Ihr... Hallo? Hallo? Habt ihr das Wasser? Ah, nein, wir sind jetzt in dem Bereich, der schon unter Wasser steht. Benni, du bist... Benni, beweg dich mal nicht mehr. Benni, du bist an die Wand gefesselt. Also nicht du, Benni, sondern dein Charakter, Lucius, ist an die Wand gefesselt und steht da... Ich woher du es weißt. ...überfluteten Raum. Und die anderen können dich auch noch nicht sehen. Ganz schön hell hier unten. Der Nebel macht es irgendwie nicht besser. Hallo, ist hier jemand? Hilfe? Da ruft doch jemand. Kann ich ausmachen, wo das herkommt? Ich bin mir sicher, es kommt von hier. Das ist schwierig bei dem... Der Raum ist ja halb überflutet. Die Akustik ist ganz seltsam für dich. Du kannst nicht wirklich ausmachen, woher es kommt. Nein. Hier ist es verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Schauen wir mal, ob es vielleicht... ich muss durchs Wasser. Na toll. Langsam steht das Wasser fast bis zum Hals. Also gerade nur ein bisschen Knöcheln, aber bald bis zum Hals. Tatsächlich steigt das Wasser langsam weiter. Ich kann euch leider nicht erreichen. Hallo, wer ist denn da? Ich kann auch nicht schwimmen. Ärgerlich. Wollt ihr dieses Schloss mit derselben Methode aufmachen wie das letzte? Das ist immerhin schon nass, denn es ist unter Wasser. Ja, ich kann es versuchen. Das ist immerhin schon... Hier ist leider nur Geld drin. Trete zurück. Ja, das tue ich nur zu gerne. Corpo Frigo! Hat die Tür geöffnet? 1-1-1 habe ich gewürfelt. Ja, die Tür, das Schloss ist ebenfalls zerstört. Ich behaupte mal, das klappt. Das Spiel sagt was anderes. Ach, du hast die andere Tür, okay, entschuldige. Ich dachte, das geht um die Tür, die unter Wasser ist. Wir kommen nicht durch das Wasser, das ist zu tief. Ah, verstehe. Die Spielengine verbietet uns da langs. Ich kann nicht schwimmen. Na, ja, dann mache ich die hier auch auf. Das Schloss ist zerstört. Oh, mehr Leichen. Lucius, also Benny, die Stimmen, die sich, die eben näher gekommen sind und deine letzte Hoffnung waren, entfernen sich wieder. Ist das nicht toll? Hier muss es sein. Geschichte meines Lebens. Und jetzt hörst du Schritte von der anderen Seite der Tür. Hallo? Ich klopfe an die Tür. Hallo, ist da jemand? Ich würde ja öffnen, aber ich kann nicht. Ja, sie ist verschlossen. Ich mach ja schon.
Mach dein Ding. Corpo Frigo, Schloss. Müssen meine Füße am Boden jetzt festgefroren sein? Ist das passiert? Ich stehe hier mitten im Wasser drin. Mhm. Oh, da ist noch jemand. Oh. Kannst du ruhig ein bisschen näher ranzoomen ab und zu mal gehen, ne? Ja. Ist noch fertig. Hallo? Ja, dieser Mann, ein ziemlich abgerissener, verhärmter Mann mit langen braunen Haaren ist an die Wand gefesselt. Das ist sehr nett, wie du Benny beschreibst. Ich habe Lucius beschrieben. Er sieht ziemlich, ja, ziemlich mitgenommen aus. Offenbar wurde er schwer misshandelt und ist hier seit. Er sieht aus, als wäre er hier seit Wochen in diesem Kerker an die Wand gefesselt. Gut, er ist offensichtlich ein Gefangener, deswegen versuche ich sofort seine Fesseln zu befreien. Sind da irgendwelche. Damit sind die Fesseln frei. Mich nicht. Entschuldigt mal, warum. Alle anderen an Bord dieses Schiffes sind tot. Ihr nicht. Könnt ihr mir die Zusammenhänge erklären? Ich möchte auch, dass es so bleibt, deswegen lasst uns doch einfach von hier verschwinden. Ja, draußen gerne. Da erzähle ich sehr gerne sehr viel. Los, raus! Ich nehme noch den Löffel mit. So. Was? Schon gut. Vielleicht sollten wir ja raus. Es fühlt sich an, als ob es hier sinkt. Ist das so? Vielleicht. Soldat. Oh, was ist das? Ich wäre zumindest froh, wenn wir hier raus wären. Gut, aber sobald wir draußen sind, beantwortet ihr mir einige wirklich dringende Fragen. Also könnt ihr gleich sicher wieder reingehen. Schneller, das Schiff sinkt. Sinkt das Schiff? Naja, das Wasser nimmt zu, oder? Oder? Ja, es wird hier alles nass. Tatsache. Ich komme jetzt irgendwie nicht weiter als hier. Also wir gehen die Treppe wieder hoch. Ja. Alles klar. Alle drei, ja? Ja, ja. Ich schätze, nee, dass Lucius durchaus auch hochgeht. Lass mir zurück. Nee, dann lassen wir zurück. So, ein bisschen was anpassen. Ja, der Spawnpunkt ist... Der Spawnpunkt ist natürlich falsch jetzt, genau. Ich setze euch gleich mal woanders hin. Ihr könnt ja ein bisschen Rollenspiel machen, während ihr die Treppe hochgeht. Oder es läuft vielleicht auch Fahrstuhlmusik, ich weiß es nicht. Ah, meine Roten sind sowas von durchnässt, teilweise gefroren, Vino Bianco. Damit fällt der Dreck wenigstens fast von selbst ab. Welcher Dreck? Wir sind hier auf einer der Mondarche, hier ist überall Dreck. Nein, hier sind biologische und teils herbsphärische Substanzen, das ist kein Dreck. Dreck ist von Natur aus billig. Für den Bauern ist das Dreck. Seid ihr ein Bauer? Nein, aber manchmal hat der Bauer recht. Wann? Jetzt. Ja, jetzt. Zum Beispiel in dem Moment, wo sich das ganze Zeug an meinen Stiefeln festsaugt und teilweise durch das Leder frisst. Wann ist diese Treppe lang? Das ist ein großes Schiff. Ich habe sie nicht so lange in Erinnerung. Sind wir überhaupt richtig? Vielleicht. Zweite Treppe links und dann... Also es ist dieselbe Treppe, die wir eben runtergenommen haben. Ich hätte euch jedenfalls gerade mal woanders hin. Wo ist denn zumindest sind wir immer nach oben gegangen. Irgendwann muss es ja rausgehen. Rein theoretisch. Gut. Diese Art von Konstrukten, Dämonenarchen sind dafür bekannt, dass ihr Inneres keinen logischen Sinn ergibt. Und manchmal ändert es sich auch spontan. Aber ich dachte eigentlich, sie wäre fast tot. Ich hab's gehofft. Ja. Offensichtlich nur fast. Tod ist ohnehin ein relativer Zustand. Hört ihr auch alle dieses peinliche Schweigen? Naja, nein. Es ist einfach zu still, um gut zu sein. Ich kriege langsam ein bisschen Muskelkater, glaube ich, in den Beinen. Wollen wir einfach hochsteigen? Ja, normalerweise habe ich Leute, die sowas für mich tun. Ihr seid ja zu zweit? Ich meine. Ja, wir sind zu zweit. Ich schaue Vino Bianco auffordernd an. Ich kann das alles hier sehr rutschig machen. Nein, danke, nicht hilfreich. Das ging nur wieder abwärts, ja. Ansonsten, wer bist du überhaupt? Mein Name ist Lucius. Oh, wir scheinen oben angekommen zu sein. Nicht ganz. Okay, ihr seid wieder oben. und jetzt nehmt ihr allerdings Bewegung durch die Tür, weil durch die ihr gekommen seid.
Vorsicht, hier sind überall so Krabben, Dämonenkrabben. Ich wollte euch schon fragen, wie ihr durchgekommen seid. Ja, naja, also wir haben einige von ihnen getötet und dann haben wir ihre Leichen erhoben, um damit mehr zu töten. Das ist fast richtig, fast richtig. Ich habe ein paar getötet. Und auch nur genauso fast beruhigend. Warum ist das für euch beunruhigend? Ihr scheint eine ganze Weile an Bord einer Dämonenarche gewesen zu sein. Ich dachte, das wäre in Relation eher harmlos. Ob man jetzt nur einen Arm weg hat oder zwei, das ist... Okay, ihr stürmt die Treppe wieder nach oben. Das Schiff sinkt langsam, habt ihr das Gefühl? Ich glaube, wir steigen sehr langsam die Treppe hoch. Sobald ihr erneut den Raum betretet, in dem ihr eben diesen mit dem Schiff erwachsenen Menschen gesehen habt, dreht diese Gestalt, die mit dem Steuerrad verwachsen ist, plötzlich knarrend ihren Kopf mit den toten Augen zu euch herum, bewegt sich unnatürlich ruckhaft, ihre Stimme klingt kehlig und hölzern und sie spricht zu euch: Ihr wollt schon gehen? Das kann ich nicht zulassen. Ich brauche eure Lebenskraft für mein kleines Ritual. Dieses Schiff hat noch einen Weg vor sich. Dabei schwappt dem hölzernen Mann schwarzes Wasser aus dem Mund. Der Wasserpegel im Raum steigt weiter. Und als diese Gestalt den Mann erblickt, den ihr gerade befreit habt, wird sie richtig wütend. Du lebst noch! Wir werden auch dich der dunklen Herrin opfern, du glückloser Gelehrter. Danke, aber nein, danke. Ich muss gehen. Also wenn hier jemandem alle Lebenskraft gehört, dann mir. Können wir uns darauf einigen, dass jeder seine Lebenskraft behält und wir dieses Ding irgendwie... Er gibt seine Hand und er zucken schwarz-blaue Blitze zwischen seinen Fingern und er legt auf eure neuen Begleiter an. Ah. Währenddessen geht ein Ruck durch das Schiff, er verfehlt euch. Puh. Und ihr merkt, dass plötzlich das Schiff sich bewegt. Das ist eine ausgesprochen ungünstige Entwicklung. Ich bereite einen Kulminatio-Kugelblitz vor. Ich ziehe was aus der Tasche, was ich eben aufgesammelt habe. Das ist bestimmt eine sehr schlechte Idee, wenn hier alles unter Wasser ist, aber was soll's. Ja. Und der Punkt, wo wir nochmal klar machen, dass die Person, die Benny spielt, eigentlich NSC ist, denn die hat jetzt Text, den Benny vorlesen kann. Ja. Während die Entdeckung geht vor diesem... Seht ihr das? Ja. Ja. Während die Entdeckung geht vor dieser Kreatur, vor diesem Mann, der mit dem Schiff verwachsen ist, nennen wir ihn den hölzernen Kapitän, richtet euer neuer Begleiter sein Wort an euch. Hört mir zu, ich kann nicht verlangen, dass ihr mehr tut, als was ihr schon getan habt. Wir könnten in wenigen Schritten die Luke erreichen und die Beine in die Hand nehmen. Das würde euch niemand übel nehmen. Aber wir können noch versuchen, diesen Dämonenpakt hier aufzuhalten. Er versucht gerade, diese Dämonenarche wieder flott zu machen. Ein ordentlicher Feuerstoß in die schwarze Brühe und die ganze Arche sollte in Flammen aufgehen. Damit würden wir aber die halbe Küste verseuchen. Wenn wir hier sein Ritual stören, etwas abwarten und dann alles in Brand setzen, besteht eine gute Chance, dass es fehlschlägt und das Schiff weit genug draußen auf dem Meer in sich zusammenbricht, ohne Schaden anzurichten. Dann müssen wir nur noch zurückschwimmen. Eure Entscheidung. Sofortige Flucht. Ich kann nicht schwimmen. Das ist das geringste Problem, aber trotzdem kommt mir das sehr bekannt, sehr gefährlich vor. Wirklich? Also ihr könnt jetzt tatsächlich abstimmen. Ja? Was werdet ihr denn machen, glückloser Scholar? Schwimmen, was ist bitte gefährlicher an Bord? Die Entscheidung euch überlassen. Na, du kannst gerne mit abstimmen. Ja, das kann ich tun. Wo genau sind wir hier nochmal? Also ich weiß auf der Arche, aber wo genau ist diese Arche? Perikum. Am Strand. In einem Fischerdorf etwas nördlich von Perikum. Genau. Bei Efferts Ruhm. Das kriegen die schon hin. Nein. Das Schiff auf dem Weg nach draußen. Folgendes. Wenn hier jetzt noch irgendwas richtig schief damit geht, während ich an Bord bin, werden hinterher alle sagen, die Schwarzmagierin war es. Und das läuft dann darauf hinaus, dass ich wieder die nächsten zwei Wochen mich mit Bauernmobs herumschlagen muss. Nichts da. Also, hauen wir ab. Na toll. Das war so klar. Das war so klar. Ja. Während ihr diskutiert. Ja. Während ihr diskutiert, beginnt dieser Gestalt tatsächlich ein Ritual zu vollziehen. Du bist auf einmal sehr viel leiser geworden, Entschuldigung, aber. Hallo? Jetzt wieder gut. Ich muss gleichzeitig dieses Mikrofon ganz nah an meinen Mund halten. Beim Test eben war es doch gut, oder? Mhm. Es ist gut. Es war ja auch nur ganz kurz jetzt eben. Ach so. Kannst du dir auch in den Mund tapen oder so? Ich kann es mir in den Mund tapen, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Vielleicht ist ja der
der Chat dafür, dass wir das tun? Kann ich mich noch umentscheiden? Du solltest den Chat nicht so... Nein, jetzt gerade von nicht, der Regel nein. her nicht, nein. Na toll. Und während er anfängt, sein Ritual zu vollziehen, erscheinen aus allen Ritzen und Löchern dieses Schiffes neue, verseuchte Krabben, schirmen ihn gegen euch ab. Ich glaube, die Entscheidung wurde uns abgenommen. Ärgerlich. Bitte was? Ich glaube, die Entscheidung wurde uns abgenommen. Zugunsten meiner Entscheidung. Gar nicht so unpraktisch. Gut, dann mache ich jetzt... Im Moment können wir noch nichts machen, ne? Ich warte, bis die Szenerie sich zeigt. Einfach, Moment mal, rennt einfach durch, okay. Krabben sind noch zu perplex. Aber das endet gleich. Aber von der Orientierung her, der hölzerne Mann, also der mit dem Schiff erwachsene Mann, der wäre jetzt auch da, wo Anselm gerade hinläuft, richtig? Anselm rennt da gerade, naja, so weit rennt Anselm. Moment, das bin ich gar nicht, das bin ich doch gar nicht. Ach, das ist Lucius? Jetzt mal wieder zurück. Ups. Ah. Ist es zu dunkel in dem Raum für euch? Seht ihr das gut? Nein, es ist perfekt. Uff. Es ist Stimmung. Ich, die haben leuchtende Augen. Ich sehe vor allem, dass cool. Ich direkt vor den Gegnern stehe. Das ist irgendwie... Ja. Ja, du bist der Tank. Ich bin nur der NSC, der geopfert werden kann. Ach, wer so lange in Ketten an Bord einer Dämonenarche überlebt hat, überlebt doch sicher auch das. Ja, der ist ja. Bestimmt bei guter Gesundheit. Ansonsten vergieß ein bisschen Blut, dann kann ich dich damit heilen. Hier ist überall Blut. Dann, Ignifaxius. Hat ja fast gut geklappt. Lauf da mal. Was war das? Ich glaube, ich bleib doch stehen. Der hölzerne Kapitän hat kein Interesse daran, dich gehen zu lassen. Er braucht ein Blut, hat er doch gesagt. Wir brauchen Regen. Warum brauchen wir Regen? Na toll. Wenn ihr jetzt einen Blitzzauber wirkt. Kulminatio! Es geht ein Dröhnen durch das Schiff. Das war der falsche Zauber. Endgültig vom Ufer löst. Hey, au! Ja, und ihr merkt, ihr seid jetzt wieder auf offener See. Wir müssen hier weg, irgendein Idiot hat das Schiff zum Überfluten gebracht. Oh, das sah beeindruckend aus. Was ist da passiert? Ich hatte halt... Lust, etwas in die Luft zu sprengen. Ich habe unten irgendwo aus einer Kiste eine Granate geholt. Nicht schlecht. Oh Mist, die Leiche ist zu weit weg, um sie zu erheben. Ja, wer kennt das Problem nicht? Aber mal als Geschichte meines Lebens. Verdammt. Ein schöner Versuch. Ja. Wow. Es ist gar nicht so einfach, wenn man am Boden festgefroren ist. Probieren wir es nochmal. Ignifaxius. Was war das? Entschuldigung? Es scheint, wir haben einen nicht sehr fähigen Magier befreit. Aber wenigstens habe ich Adrenalin. Ja, der hat auch noch Angst jetzt, also. Ja, ja. Und läuft ja, weg, toll. Ja, ja. Oh, da geht noch was. Also ich könnte jetzt... Ich glaube, ich jetzt Sackgasse. Ups. Und hallo. Was passiert hier? Ich habe eine Sackgasse gefunden. Oh nein, der Dämon kommt hier aus Holz. Zaubert was. Ja, und zwar ein Käfig aus Knochen. Jo. Oh, das wollte ich auch noch lernen. Au. Ein Knochengolem erschaffen. Eine Knochenseespinne, würde ich mal sagen, beim Schubschrottpapier. Na gut, da muss man die großen Geschütze dann auspacken. Das Schöne ist, wenn man die NS einfach machen lässt, dann machen die halt irgendwas und dann kann man sich selber zurechtbiegen, was das da gerade... Aber ich finde das schon sehr stylisch. Das ist ziemlich cool, ja. Naja, bis auf die Pferde. Ich habe wohl irgendwas im Nebel getroffen. Und
Dann spreche ich noch ein Corpo Frigo. Oh. Oh, ich habe das Gefühl, dass der Knochengolem schon wieder verschwunden ist. Ja, diese Knochen zu unterkühlen war eine gute Idee. Ja, die Kälte ist in den Knochen gekrochen, ne? Ihr seid offensichtlich ein Wortwitz-Zauberer. Das ist ja eigentlich meine Rolle. Wir wollen die Magierin opfern, die ist schuld, mein Sir Metal Anarchy im Chat. Ich denke, wir sollten den NSC opfern. Er hat sowieso ein rotes Shirt an. Den Dämonenpakt hier, stimmt. Der ist schon bei Null. Warum steht der noch? Weil er eingefroren ist. Stimmt, mein kleiner beschworener Elementargeist hat ihn gerade, glaube ich, auf Null gehauen. Also er ist jetzt nicht mehr der Hölfte, sondern der gefrorene Kind. So. Sehr gut, ein Schlafzauber auf die Krabbe wirken war eine ganz hervorragende Idee. Ja, finde ich auch. Ich schaue dann mal, wo es hier rausgeht. Also, es gibt eindeutig eine Luke, die eine Rampe, die zu einer Luke nach oben führt. Hast du gerne Luke? Ihr habt euch gerade selber elektrifiziert. Ja, hervorragend. In diesen Nebel reinlaufen war keine gute Idee. Take two. Mythos. Toll, die meisten meiner Zauber haben... Was passiert gerade? Ich blick selber nicht ganz durch, was eigentlich gerade hier in diesem Kampf los ist. Jetzt bei null Lebenspunkte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube, die Krabbe, ich glaube, die Krabbe ist es, die uns jetzt noch aufhält. Jetzt nicht mehr. Nein, der Dämonenpakt hier aus Holz. Inkarnation ist hier irgendwo noch. Ja, das ist meins. Ach so. Ja, aber der Pakt hier hat gar keine Runde mehr. Nein. Kommt ihr da? Der ist immer noch. Komm schon, gegen ein stillstehendes Ziel. Was ist denn jetzt rollenspielerisch? Was passiert gerade? Ignifaxius. Wir zaubern. Ja. Yeah. Ist dieser Paktierer, ich hau dir mal mit meinem Stab. Passiert da irgendwas? Hast du ihn noch im Kopf? Hast du ihn nochmal? Ja, ich hau ihn auf den Kopf. Warum hat er wieder Lebensenergie? Weil er gerade das Leben aus meinem Elementar gesaugt hat. Aber dann wird er auf den Kopf geschlagen und... bleibt stehen. Er reagiert nicht auf meine Kommandos. Er hat bei mir auch keine Lebenspunkte mehr. Ich sehe nicht, warum er noch steht. Er ist eigentlich tot. Ja, er ist. Aber ich kann ihn einfach löschen. So, er explodiert. So. In lauter kleine, eisdurchsetzte Holzsplitter. Tut mir leid, ich wollte ihn eigentlich umfallen lassen, das hat er nicht gemacht. Ich habe zwei Krebsscheren gefunden. Die Zaubereffekte haben uns gegen. So. Hallo! Wollen wir denn gehen? Ja, bitte. Herr Lucius, was war jetzt? Wolltet ihr nicht dafür sorgen, dass das Schiff zerstört wird oder wird es einfach treiben gelassen? Ja, wir können das noch anzünden. Ja, auf dem Weg nach draußen. Ja, aber dazu müssen wir hier ja Öl und so. Das Öl ist schon verkippt überall. Ihr müsst eigentlich nur noch einen Feuerball reinjagen. Ich springe einfach meinen... Bei meinem Glück treffe ich nicht mal mehr den. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hier rausgeht. Ich glaube hier oben, ich habe hier oben die Treppe. Ihr müsst euch links halten, dann gibt es eine Treppe. Hier, oder? Wer zündet an? Ich nehme mir... eine von den Lampen und werf sie hinter uns. Jo, ich, Ja, aber vielleicht wartet ihr noch, bis dieser Neuzugang... die andere Richtung, Lucius, die andere Richtung. Wo? Das andere links? Ja. Was hier unten, da wo wir sind. Seht ihr es nicht? Oh, wir haben wohl zu lange gebraucht. Ich glaube, ich brenne schon. Das wäre es nochmal von neuem anfangen mit anderen. Dann spiele ich Vino Rossio. Oh nein. Machen wir das doch mal. Möchte mal jeder von euch eine Probe auf. Eine Probe. Das geht eine wo? Probe. Die Probe stellt uns Nico auf. Jetzt gleich über ein Interface im Spiel. Eine Probe. Gesundheit. Hier entlang, Lucius. Entschuldigung, ich habe möglicherweise die Lampe schon geworfen. Ja. Das üben wir nochmal. Aber besser als mein Ignifax ist auf jeden Fall. Ja. Bei mir ist es gerade ein bisschen verbuggt. Ich kann irgendwie...
Nee, geht nicht. Ja, ist besser. Wenn, ist nicht wenn so wichtig. Ich... Ihr macht das sicher einfach mit richtigen Würfeln bei euch zu Hause jetzt und macht eine Geschicklichkeitsprobe für jeden von euch. Und... Okay, also... Was ist Maggie, was zu sagen? Das hier ist der Würfel, den ich werfe. Ah. Ja, das war voller Erfolg. Das glaube ich dir. Ich bin NSC. Okay. Ihr wuchtet eure müden Körper wieder an Bord. Ihr seht, inzwischen ist das Schiff schon einige Schritte, viele hundert Schritte vom Festland entfernt. Ihr könnt nicht schwimmen, habt ihr gesagt? Also vorhin hat die... Was machst du da? Vorhin hat die Engine suggeriert, dass wir nicht in tiefes Wasser können. Okay, verstehe. Wahrscheinlich kann ich nicht besonders gut schwimmen, schon gar nicht in der Ruhe. Ihr seid keine guten Schwimmer, aber ihr haltet es für möglich, dass ihr es schafft, euch zum Ufer durchzuschlagen. Aber ist auch egal, denn ihr habt ja schon gesagt, wenn ihr nach oben klettert, wirft der letzte von euch eine Fackel in das Öl. Ist das richtig? Oder eure Laterne? Ja, das war bestimmt. Und ihr hört hinter euch jetzt schon in den Eingeweiden des Schiffes kleine Explosionen. Das ganze Ding bebt und erschüttert und beginnt langsam zu kentern. Es dreht sich auf eine Seite, als würde ein Tier sterben und sie auf den Rücken drehen und die riesigen Spinnenbeine zucken in der Luft. Das heißt, in diesem Fall, dass riesige baumdicke Konstrukte nach euch schlagen. Ja. Und eigentlich habt ihr keine andere Wahl, als ins Wasser zu springen. Ich springe ins Wasser. Und möglichst schnell zurück zum Festland zu schwimmen. Während dieses Ding langsam in einer Mischung aus Blut und Feuer im Perlenmeer versinkt. Ja, wir schaffen das. Nicht besonders elegant und umso nicht schlechter gelaunt. So weit draußen war, dass es komplett untergeht. Sondern da noch eine kleine Insel vor dem Festland übrig bleiben wird, aus der noch eine Weile zuckende Spinnenbeine rausschauen. Aber ihr guckt erstmal, dass ihr möglichst schnell zum Festland zurückkommt. Ich widerspreche nicht. Und ihr seid alle. Jo. Komm doch mal ein bisschen näher ran, Maggie. Ja, geh doch nicht weg. Okay. Ich wollte nur eine Holzkiste. Wir sind sehr nass und stehen direkt neben dem Riesenschildkröten. Ich kann da ganz nah ran rum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch. Seht mal, wie nass ihr seid. Also hübsch sind die Dinger schon. Ob wir die abrichten können? Vorsicht, die beißen. Also die sieht eigentlich ganz friedlich aus. Diese Schildkröten haben offenbar gerade kein Interesse an euch. Gerade. Ich bringe meine Robe aus. Ich bin mir sicher, wenn wir wegschauen, dann schleichen sie sich von hinten an. Jetzt bleibt der Sand überall kleben. Furchtbar. So. Wen haben wir denn hier jetzt genau gerettet? Wie heißt ihr nochmal? Ich bin Lucius. Bin Lucius weiter? Reicht dir ein Name nicht? Was ist hier gerade passiert? Sie ist betrunken. Entschuldigung, ich habe eine Flasche Bier aufgehoben und ich wollte sie eigentlich wieder ablegen, aber dabei habe ich sie aus Versehen getrunken und jetzt habe ich meine Hose ausgezogen. Warum hast du deine Hose ausgezogen? Ich glaube, das hat das Spiel automatisch gemacht, weil ich betrunken bin, glaube ich. Okay. Ich finde, das ist sehr realistisch. Ja, es wird schlimmer. In deine Arschritze. Du musst nicht so nah ranzoomen. Du kannst, aber ich du musst so nah nicht. Also, lasst euch nicht ablenken. Ihr habt offensichtlich die Kleidung eines Magiers an. Und auch einen Magierstab auf dem Rücken. Es ist schwer zu vermuten, dass ihr... Es wäre schwer, mir uns weiß zu machen, dass ihr kein Magier seid. Aber ihr könnt es ja vielleicht mal probieren. Anstatt Kisten aufzusammeln. Ich dachte, dass... Ich habe versucht, auf Maraskan die Bobradianer zu unterwandern und aufzuhalten, aber ja, wenig glücklich dabei gewesen. Was für eine bescheuerte Idee. Naja, fast so bescheuert wie in diese Dämonenarche hineinzulaufen und dann irgendwelche Leute zu befreien. Oh, wollt ihr euch dabei darüber beschweren? Gibt es irgendwie ein Problem damit, wie wir euch gerettet haben? Oder seid ihr lieber von jemand anders gerettet worden? Also ich finde das, ihr habt das schon ganz toll gemacht. Also ich finde, wir sollten jetzt in die Stadt zurück. Hier ist es auf jeden Fall nicht sicher und wir sollten da irgendwem Bescheid geben und uns durch nichts ablenken lassen. Oh, eine Muschel, seht mal. Oh. Geht's hier lang? Wo sind wir eigentlich? Wir sind in der Nähe von einem kleinen Ort namens Effertsgrove. Genau, dieses kleine Fischerdorf ist nur, 500 Schritt entfernt. Dann lass uns doch zu diesem Fischerdorf gehen und uns ein bisschen aufwärmen. Ich folge euch auffällig.
Ich glaub, das kann ich mir vorstellen. In diese Richtung oder? Rina Bianco, dort über die Dünen. Über den Dünen. Jetzt singt er auch noch. Ja. Ihr geht zurück nach Effertsruh, wo euch früher am Tag der Wirt Alrik und seine Tochter Coraline beauftragt haben oder darum gebeten haben, mit diesem dämonischen Wrack aufzuräumen. Haben wir doch geschafft. Auf dem Dorfplatz steht, das ist zwar Coraline. Das ist ein Huhn. Da sind viele Hühner. Ja, sind Hühner. Und ein Hahn. Lass die Hühner in Ruhe, die gehören hier jemandem. Oh, ich habe aber Hunger. Wir finden sicherlich was für euch zu essen. Irgendeinen vollkommen normalen Fisch. Fex zum Gruß, wir sind wieder zurück. Knapp gekleidete Frau. Hallo. Ja, was denn? Das ist Sommer. Habt ihr es geschafft? Ja. Das kommt darauf an, wie man Schaffen definiert, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr hier direkt vom Dorf. Also, Coraline hat euch nur gebeten, dafür zu sorgen, dass die Dämonenarche nicht mehr am Strand liegt, und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Ja, also am Strand liegt sie nicht mehr. Können wir wieder zurück? Können wir wieder an die Arbeit gehen? Können wir wieder fischen? Ich würde vielleicht noch ein bisschen damit warten. Ich habe das Gefühl, dass noch länger irgendwelche Substanzen austreten können, aber zumindest der Strand ist erstmal wieder sicher, wenn man von den Riesenschildkröten absieht. Ey, schwebt für euch auch Ihr Rock nach oben? Bitte was? Alles gut. Ihr Rock schwebt nach oben? Entschuldigt ihn, ich glaube, er war sehr lange allein. Ja, ihr habt noch nicht wirklich drüber gesprochen, was eigentlich passiert ist, oder? Also ja, ich denke, dass die Gefahr auf Dauer gebannt ist, aber vielleicht wartet ihr noch ein paar Tage, bevor ihr wieder fischen geht und achtet darauf, was ihr in die Netze bekommt. Und ja, wir waren vorher 2, jetzt sind wir 3. Das ist kein Problem, oder? Habt ihr ihn am Strand getroffen? War er auf dem Schiff? Wir haben ihn gerettet. Ich werde Ihnen auf ewig dankbar sein. Ja, mit Sicherheit. Wir haben dann noch Dinge zu erledigen mit dem, den wir gerettet haben. Deswegen entschuldigt uns bitte. Und es war uns eine Freude zu helfen, wie immer. Ihr könnt sicher heute Nacht im Wirtshaus übernachten. Im Wirtshaus meines Vaters. Oh, habt ihr noch was zu essen? Ja, und meint, vielleicht er ist hungrig. Und vielleicht etwas, wo wir unsere Kleidung trocknen können. Wir haben völlig normale Fische aus dem Perlenmeer. Und vielleicht... Asphalel! Entschuldigung, Lucius! Ich habe nichts gefunden. Dieser Asphalel. Ich weiß es nicht. Hört auf, wieder rumzubuddeln. Ihr könnt nicht einfach... Ach, egal. Ja, gibt es da in dem Wirtshaus vielleicht auch was zu trinken? Ja, natürlich. Auch Wein oder nur Bier? Ich fürchte, es gibt nur Bier und Schnaps, aber... Ah ja, dann Bier und Schnaps. Aber der Muschelschnaps meines Vaters ist der beste im ganzen Dorf. Gut, trinken wir Muschelschnaps. Ich danke dir. Fex mit dir. Oh, ein Hund. Ah ja, und Hesinda natürlich auch. Gut, ein Hund. Ich würde mal sagen, ihr geht in die Taverne. Ja, nachdem wir den wunderschönen Hund beobachtet haben. Ich höre die Stimme in meinem Kopf. Ja, die lachen. Sehr irritierend. Oh, eine Katze. Und ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich hole mir gerade mal kurz was zu trinken. Das passt ja. Aber hübsch hier. Ich klopfe ein bisschen den Sand von meinem Rock. Kommt auch Alrik, der wird auf euch zu. Schwebt über die Theke. Oh, Entschuldigung. Ich mach wieder an. Ah, das habt ihr gar nicht gesehen. Okay. Natürlich hat er nicht mitbekommen, was ihr mit seiner Tochter besprochen habt, und fragt euch auch nochmal, wie ist es gelaufen? Habt ihr das dämonische Schiff besiegt? Es ist auf jeden Fall weg. Oh, den Göttern sei Dank. Ich kann euch gar nicht genug danken. Habt ihr vielleicht etwas von Wert gefunden, das uns unserem armen Dorf weiterhelfen könnte auf dem Schiff? Vielleicht ein paar Dukaten oder Werkzeuge? Gut, also... Leichen haben wir vor allen Dingen auf Bord des Schiffes gefunden. Damit könnte sicher nichts anfangen, nein, oder? Das klingt nicht sehr hilfreich, nein. Oh, das ist aber schön hier. Wo wir schon waren. Ah. Late Nate the Explorer ist auch wieder da, ja. Ja. Akrik. Akrik, der Wirt. Der sollte bestimmt mal Alrik heißen, oder? Steht Akrik? Akrik, ja. Steht Akrik, der Wirt. Na super. Wie ist das passiert? Das ist total aggressiv. Das Gute ist, oh, dass man das problemlos ändern kann.
in Akril der Wirt. Akrak. Er ist eigentlich ein Halborg. So, jetzt heißt er richtig. Weil ich überprüf doch nochmal. Alrik der Wirt, du Klugscheißer. Ich glaube, damit bin nicht ich gemeint, ausnahmsweise mal. Ist das nicht schön, dass man alles hier on the fly ändern kann? Ich habe vielleicht ein paar Münzen an Bord des Schiffes gefunden. Und wisst ihr was? Ich wäre bereit, für ein ordentliches Mal für unseren verhungernden Freund hier zu zahlen. Oh, ja. Moment. Oh, das klingt fair. Moment, wir haben gerade eine Dämonenarche hier vom Strand entfernt. Und ihr wollt uns sagen, wir kriegen dafür kein Mal auf Kosten des Hauses. Ihr könnt diesen ganzen Korb Äpfel haben. Oh, Äpfel. Entschuldigung, Adeptus Bianco. Yes, wisst ihr, hier wird wieder vorgeführt, dass es nicht die Moral ist, die einen irgendwie dazu bringt, entweder großzügig zu sein oder nicht, sondern einfach... Natürlich könnt ihr hier Essen haben, natürlich könnt ihr hier schlafen, solange ihr wollt. Ihr habt den Rest eures Lebens hier freie Kost und Logis, natürlich. Ich habe doch nur gefragt, ob ihr zufällig noch was gefunden habt, was uns armen Fischern hier im Ort weiterhelfen könnte. Kann ich Sachen... Wie lege ich Sachen ab? Also ich wollte dir vielleicht einen kleinen Intelligenztrank haben. Was? Was soll ich denn damit anfangen? Hier ist ein Trank, der, glaube ich, relativ teuer ist. Er verleiht Resistenzen gegen verschiedene Formen von Elementen, falls ihr den verkaufen könnt. Was? Und hier sind Heiltränke. Das versteht ihr, oder? Ja, Heiltränke natürlich, gegen Verletzungen, Krankheit. Ausschlag und so, ja. Nehmt doch diesen Ring. Nein, wartet, das ist mein Ring. Nein, wir haben leider nichts gefunden. Tut mir leid. Was ist mit diesem Stab? Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich könnte ein bisschen was bezahlen. Und irgendwoher habe ich diesen riesigen Hammer, den ich nicht benutzen kann. Das sind sehr, sehr, sehr viele Goldmünzen. Habt ihr gerade 439.627 Dukaten auf den Boden geworfen? Das ist ja das ganze Vermögen von Herrn Störgebrand, das ihr hier auf den Boden gelegt habt. Wo kommt das denn her? Entschuldigung. Hab's verwechselt. Das war, glaube ich, nur eine Illusion. Der Herr ist offensichtlich ein Illusionist. So, also bringt uns doch mal was zu essen und was zu trinken. Wir setzen uns alle in den Tisch ein. Setzt euch, ich bringe euch gleich was, ja. Kommt ihr? Setzt euch nicht an Björns Tisch, der ist etwas eigen. Oh, Björn. Eigen klingt gut. Wo ist Björn? Setzen wir uns an Björns Tisch. Hier ist Björn. Wie dreht man die Kamera? Mittlere Maustaste. Also Mausrad. Und dann kannst du drehen. Ah ja, toll. Michael bleibt lieber auf dem leeren Stück Boden und im Inventar. Entschuldigung. Ich habe ein paar Münzen aus meinem Inventar geholt, aber weil du uns so viel ins Inventar geworfen hast, konnte ich jetzt leider nur auf 1 oder 2198 stehen. Darf ich fragen, wird, wenn ihr Björn meint, meint ihr dann Beorn? Ja. So spricht man das aus, ich weiß es nicht. Verstehe. Björn der Bärtige, ja. Heißt er jetzt auch gleich Björn, du Klugscheißer? Das Spoiler. Ist, glaube ich, der gleiche Name. Björn, ja, ist ungefähr das gleiche. Ja, vielen Dank. Ich schau mal, was ich euch zu essen auftreiben kann. Aber immerhin gibt es schon Bier. Ich habe ein paar Münzen. Entschuldigung, ich habe ein paar Münzen. Hier habt ihr einen Eintopf. So, also hier muss man ein bisschen aufräumen, muss man hier. Wahrscheinlich braucht ihr auch ein paar Löffel. Ein Messer. Oh. Alles auf. Oh ja. Ich bin da mal weg. Nein, Brett. Er ist offensichtlich erschöpft. Ich bin wieder wach. Alles gut. Wir sollten uns vielleicht wieder ein bisschen mehr auf das Abenteuer und ein bisschen weniger auf die Spielerei hier konzentrieren. Ich schaue den an. Anzeln!
Ein Sam ist derjenige, der uns ermahnt. Ja, so weit ist es gekommen. Ich schaue den Mann, der da vor mir sitzt, an, stelle ihm ein Bier vor sich, denn der wird uns ja ordentlich gebracht und sage ihm... sehr auf sein Bier konzentriert und starrt da die ganze Zeit trübselig sein. Björn, ich bin Vino Bianco, trink doch mit mir und meinen Freunden. Was ist denn das für ein bescheuerter Name? Hau ab! Guter Freund, ich glaube, du hast nicht richtig verstanden, wie wir sind. Mein Name ist Vino Bianco. Ich bin ein Adeptus Major der Akademie zu Grango. Schnauze! Möchtest du vielleicht was mit mir trinken? Also, ich komm, dann leg dir eine Muschel auf deinen. Ich leg dir viele Muscheln auf deinen Teller. Oh, danke. Danke. Sieht lecker aus. Ist das auch das Muschel? Gute, lecker. Wirt, guter Wirt, könnt ihr von dem Geld, das ich euch auf die Tresen gelegt habe, ein bisschen was nehmen und unserem noch nicht Freund Björn hier auch etwas zu trinken auf den Tisch stellen? Wo sind wir hier? Ist es hier verboten, Menschen zu verzaubern? Wo ist es denn erlaubt, außer... Al-Anfa? Ich weiß nicht. Er nimmt die ganzen 2.198 Goldstücke. Habt ihr meine ganzen Muscheln? Na gut, ihr wart ja offensichtlich sehr hungrig. Wir hatten Wir hatten diese Muscheln schon gefressen. Mm. Ihr seid ja schnell. Die waren gut? Ja, wollt ihr mehr? Ich weiß nicht. Das ist eine sehr große Krabbenschere. Wollt ihr das wirklich essen? Seid ihr euch sicher, dass das von einer normalen Krabbe kommt? Die ist von der Arche. Ich habe die gerade gefunden. Also die Arche ist wirklich besiegt? Ja, ihr habt sie. Ja, wir haben die Arche besiegt. Bring uns noch was zu trinken. Ja, natürlich, Sekunde. Na gut. Hier ist noch ein weiterer Becher für Björn. Dann esse ich euch keine Krabbe. Oh, das war meine Schüssel, danke. Muschel. Nein, ein Hexen. Okay, wie ich gerade gesagt habe, was man halt so mehr findet. Wir sollten uns vielleicht darauf konzentrieren, mehr das Abenteuer zu spielen und weniger. Ja. rumzuspielen. Als dieses Hexenauge zu essen. Wir können einfach gucken, wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln, während wir spielen und während wir spielen. Naja, mehr geworden, seit wir Quatsch machen, aber. Gut, ich stehe wieder auf, gehe zum Wirt, Akrik. Und frage, guter Akrik, was ist das eigentlich? Er heißt Alrik, du Klugscheiße. Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, ihr habt unser Leben gerettet. Ihr könnt mich auch von mir aus Rosalinde nennen. Guter Alrik, Rosalinde, wer ist denn dieser Mann, der hier so griesgrämig sitzt? Oh, das ist Beorn, der Bärtige, genannt auch Beorn der Torwaler. Er ist ein Söldner, der hier schon seit Wochen vor sich hin gammelt und er war Teil einer Söldnergruppe, die während des Herzugs in die Schwarzen Lande der mittelreichischen Kaiserin aufgerieben wurde. Und er hat sich hier durchgeschlagen und seine ganzen Freunde kamen ums Leben bei der Schlacht um Perikum. Das ist natürlich schrecklich. Da bringt ihm noch was zu trinken. Habe ich schon. Stimmt. Ja. Ja, können wir vielleicht hier irgendwo unsere Kleidung aufhängen? Die ist recht nass. Im Fischregal. Oh, da hängen noch Fische. Björn nimmt sich das Getränk und geht. Offensichtlich. Björn? Entschuldigung? Heutzutage gibt es wirklich einfach kein gutes Benehmen mehr oder grundlegende Dankbarkeit. Was steht hier? Was ist das? Warum ist denn für das Instrument? Meine Kleidung am Feuer. Björn, warum steht hier ein Folterinstrument? Und warum ist das blutig? Das erkläre ich später. Ich glaube, das ist nur die Garderobe. Ihr habt euch das eingebildet. Ihr Schwarzmagier, ihr habt doch alle einen Knall. Ach ja, genau. Die Schwarzwaage sind hier das Problem. Eure Truppe ist bei Perikum aufgerieben worden, wurde mir gerade gesagt. Wenn wir schon dabei sind, uns gegenseitig schmerzhafte Dinge ins Gesicht zu sagen. Ich muss mir das nicht bieten lassen. Ich muss mir das nicht bieten lassen von so einer Hexe. Ah, Björn, da bist du ja. Trinkst du noch was mit mir? Wer ist denn dieser suspekt aussehende Typ, den ihr hier an Land geschleppt habt? Das ist Lucius. Wir haben ihn aus einer Dämonenarche befreit. Er sagt, er ist ein Gelehrter, der eine Schwachstelle der Barbaradianer suchen wollte. Warum steht hier ein Krug auf dem Boden? Meine Güte, was für eine Unordnung. Keine Musik laufen, entschuldigt. Muss ich mal ändern.
Na gut, ich wollte dich nicht weiter aufhalten. Geh nur ruhig deiner Wege. Nein, nein, du wirkst so misstrauisch gegenüber unseres neuen Freundes. Gibt es da einen Grund dafür? Kennt ihr euch? Was? Nein, noch nie gesehen. Aber wollte er nicht mal fragen, warum er an Bord einer Dämonenarche war? Ich finde das schon suspekt. Das hat mir durchaus vor. Er hat ja behauptet, er war auf Maraskan und hat versucht, die Borbaradianer zu unterwandern. Dabei hat er sich auch diese schnieke, schwarz-rote Robe zugelegt, als Tarnung. Ja, eine absolut einleuchtende Geschichte. Finde ich auch. Aber wie kam es dann, dass ihr an Bord dieses Schiffes wart? Habt ihr euch an Bord geschlichen und dann selbst an die Wand gekettet? 50% dieser Behauptungen sind richtig. Ah, ihr habt euch an Bord geschlichen und wurdet dann erwischt und an die Wand gekettet. Vielleicht. Das heißt, ihr seid ein schlechter Spion. Vielleicht. Dieser Korb Äpfel wird euch auch nicht helfen. Ja. Vielleicht besprechen wir das ohne Björn. Ach, was soll's eigentlich? Na gut, jetzt, wo wir... Kann auch gehen, ich wollte nicht mit euch reden. Nein, bleibt ruhig. Jetzt, wo wir euch befreit haben, was werdet ihr da tun? Also, ich hab da... Es hört auf, nervös auf und ab zu gehen. Ihr macht mich völlig durcheinander. Ja, also, Bleibt jetzt endlich mal jetzt stehen. Ganz ruhig, beruhigt euch mal, atmet tief durch und konzentriert euch auf die Sache. Jawohl, finde ich gut. So. Was macht ihr denn da? Wir ermutigen alle. Wir ermutigen uns gegenseitig. Es ist so, schon also wirklich wahr. Also, dieser Modus, beziehungsweise dieses Tool, ermutigt doch eher zum Unfug machen als zum Rollenspiel, oder? Man muss es leider sagen. Ja, man muss sich halt ein bisschen am Riemen reißen. Aber jetzt versuchen wir mal für die Zuschauer, die immer noch da sind, eine lebendige Geschichte mit Dingen zu sehen zu machen. Also, Lucius, erzähl doch mal. Erzähl irgendwas Wichtiges. Gibt es eigentlich noch eine Vignette? Ich frage mich eher, warum habt ihr euch ausgerechnet an Bord dieser Dämonenarche geschlichen? Wenn ihr Maraskan verlassen wolltet, wäre es doch sicherlich einfacher gewesen, euch auf einem normalen Schiff irgendwie reinzuschmuggeln oder einfach rüberzulaufen und in das freie Maraskan zu wechseln. Also, ich habe Hinweise gehört, dass es eine Waffe gegen die Borbardiane geben könnte. Jetzt kommen wir zum interessanten Part. Ja, man erzählt ja nicht alles überall, so wie ich hier in dieser Taverne. Sagen wir so, ich glaube, Björn ist eingeschlafen. Ja, dann redet ein bisschen leiser weiter. Wir können auch dahinter gehen. Ja, lass uns besser irgendwo in eine stille Ecke gehen. Wir können das doch hier auf die Hocker. Ich setze mich auf diesen Stuhl und ihr stellt euch neben mich. Oder Moment, ich rücke euch sogar die Hocker zurecht. Ich sitze hier unten eigentlich ganz gut, aber na gut. Ich glaube nicht, dass ihr uns da gut hören könnt. So, Björns enkle Kinder sind auch inzwischen. Alrix enkle Kinder sind in der Taverne. Also, ihr habt gehört von einer möglichen Waffe gegen die Borbaradianer. Redet weiter. Naja, ich... Es wäre... Ich weiß, wie man sie benutzen kann. Man müsste sie nur besorgen. Aha, und wo ist sie? Das ist, nicht so einfach. Ja, mit nicht so einfach kennen wir uns. Rückt endlich mit der Sprache raus. Na gut, weil ihr mich gerettet habt. Scheint ihr ja was zu taugen. Noch nicht so ganz sicher, ob wir das daraus ableiten können. Naja. Schaut euch nicht an, wenn ihr redet. Ihr seid so. Eigentlich so ein wenig meine letzte Chance, wenn man so will. Ich meine, hier gibt es ja wenig. Diese Waffe ist in einem Tunnelsystem. Mhm. Toll, ich liebe Tunnel. Das trifft sich ja hervorragend. Ja, ganz hervorragend. Ich glaube, ihr versteht einfach keinen Sarkasmus. Es ist in einem Tunnelsystem. Mich interessiert aber auch noch, welche Art von Waffe soll das sein und was kann man mit ihr erreichen? Es ist ein Gefäß.
Mhm. Wenn ihr es mir bringt, dann können wir gemeinsam damit ein naja, es ist wirklich kompliziert. Es ist schwierig, das jetzt sofort zu erklären. Vielleicht brechen wir gemeinsam auf und ich erzähle es euch auf dem Weg. Es klingt für mich irgendwie so ein bisschen, als wolltet ihr uns in eine Falle locken. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich würde gerne hier bleiben, essen, trinken und warten, bis meine Kleidung trocken ist. Also, sag das doch einfach. Da brauche ich nochmal Input von Nico. Ah, naja, gut, das ist schlau, dass ihr uns das auf dem Weg erzählen wollt, ja. Ja, nicht wahr? Macht total Sinn. Ja, gehen wir auch schon mal los. Ich sitze hier auf heißen Kohlen. Na dann. Was brauchst du für Infos, Benni? Oder soll ich einfach für dich übernehmen? Übernimm kurz für mich. Dann. Okay. Hier. Ganz und. Hm? Maike? Wir stehen, glaube ich, alle etwas fassungslos um das Bett herum. Verwenden ist nicht möglich. Ja, da ist halt kein Platz mehr, wenn schon Björn der Bärtige in einem Bett liegt. Na gut, dann gehen wir doch. Okay, was für Fragen habt ihr an Asphalel noch? Jetzt habe ich es auch gemacht. An Lucius noch. Was ist das für ein Gefäß? Ja, und was kann man genau damit machen? Ich war nicht der Erste. Nein. Ja, so genau weiß das Lucius auch nicht, was man damit machen kann. Es ist ein Gefäß, das angeblich die Legenden, die er ausgegraben hat auf Maraskan, sprechen von einem Wesen namens Borborats Schrecken. Borborat soll dann irgendwas weggesperrt haben, was ihn Borborat, ja, furchtbare Angst gemacht hat. Was er so sehr gefürchtet hat, dass er es nicht vernichten konnte, aber er hat es weggesperrt. Und Lucius ist sich sicher, wenn man den Inhalt dieses Gefäßes an sich bringen könnte, wäre es eine mächtige Waffe gegen seine Erben. Ich kann mir vor... Für mich klingt Borborat hatte furchtbare Angst davor, vielleicht ein wenig übertrieben, aber interessant auf jeden Fall. Etwas, was er so für so wichtig hielt, dass er es persönlich wegsperren wollte. Ist vermutlich sehr mächtig. Und ihr sagt, es gibt einen Weg, es zu nutzen? Soll ich weiter? Ja, mach ruhig. Ja, das müsste man natürlich noch genauer erforschen, aber ja, ist ein entsprechend fähiger Magier könnte sich mit Sicherheit oder vielleicht auch mit der Hilfe der Kirchen, ich meine, wäre mit Sicherheit in der Lage, es so zu steuern, dass es zum Beispiel Helme Hafax in seine Schranken weisen könnte. Zum Glück habt ihr eine fähige Magierin getroffen. Es klingt überhaupt nicht nach meinem Spezialgebiet. Was ist denn euer Spezialgebiet? Die Wettermagie. Unsere Sachen tragen. Ich bin Winzer. Wettermagie? Ja, verstehe. Ich mache Wein. Ich bin Winzer. Es gibt eine ganze Bandbreite von Zaubern, mit denen man das Wachstum und natürlich auch die Umweltbedingungen, alles andere bis zu einer... Ja? Euer Auftrag war es doch, mich zurück zum Kolleg zu bringen. Ach ja, richtig, ja. Ja, so ein Pech. Ich gehe jetzt woanders hin. Falls ihr nicht meine Spur verlieren wollt, solltet ihr mitgehen. Aber das Sie folgt auch, nämlich mir. Ihr müsst doch mitkommen zum Kolleg. Nein, ja, wartet. Versucht mich doch dazu zu bringen. Nein! Ich glaube, wir gehen alle. Die Tür ist verdammt schwer. Wunderschön. Ja, ihr müsst ein bisschen da drücken. Ja, genau da. Oh, eine Tricktür. Schöne Musik. Ja, also hat jetzt nach Hera entschieden, dass man Lucius bei seiner Queste hilft und die drei brechen auf in diese Anlage. Nicht wegrennen. Wenn ihr einfach mal wegrennt, muss ich euch immer ins Timeout setzen, ne? In Time Freeze. Und dann müsst ihr das Time Freeze-Lied singen. Oh nein. Wir stehen im Time Freeze. Keiner weiß, wie lange wir stehen im Time Freeze. Ganz so ja, ich hab's gelernt. Ich bleib ja schon stehen. Dann kann ich auch besser ranzoomen und uns zeigen. Ja, ich möchte kurz was einwerfen. Darf ich kurz was einwerfen? Es gibt so eine South Park-Folge. Da gibt es einen Erzähler, der immer sagt... Wolltest du nicht eben sagen, dass wir uns am Riemen reißen sollen? Ja, aber da gibt es einen Erzähler, der immer sagt, was der mutige kleine Junge gerade macht. Und dann läuft halt Stan oder Kyle rum und sagt, was? Nein, das mache ich nicht. So fühle ich mich gerade so ein bisschen. Tja, Constanze hat nicht beschlossen zwingend, dass man Lucius bei seiner Queste hilft, aber sie hat beschlossen, dass das sehr interessant klingt, dieses Artefakt, von dem ihr redet, und dass sie sich das gerne mal genauer anschauen möchte. Vino hat beschlossen, dass er nirgendwo so sicher ist wie in der... Bei mir? Ja, genau.
Lucius hat in seiner Zeit auf Maraskan herausgefunden, dass sich dieses Gefäß mit Borberats Schrecken irgendwo in einer alten Zwergenstadt in den Trollzacken befinden soll. Der mysteriösen Brillantzwergenstadt Aradolosch, die vor vielen Jahrhunderten verlassen wurde. Ah. Und in der noch ganz, ganz viele Geheimnisse lauern sollen, lagern sollen. Und die vor ungefähr 20 Jahren während der Invasion Borberats tatsächlich von Borberats Truppen übernommen worden war, als Bollwerk gegen eventuelle Kommandotrupps, die aus dem Westen in die Schwarzen Lande eindringen können. Mhm. So ist es damals tatsächlich einer Gruppe von Helden gemeinsam mit dem mächtigen Geoden Xenos gelungen, zu den Brillantzwergen, die abgeschnitten vom Rest des Mittelreichs waren, vorzudringen und sie vor Borberats Angriffen zu retten. Aber das ist schon wieder sehr, sehr spezielles Wissen, das keiner von euch dreien besitzt. Diese Legenden könnt ihr aber gehört haben. Gut zu wissen. Ja, also, was ich jetzt gesagt habe, das könnt ihr wissen. Aber Details kennt ihr auch nicht. Ihr wisst, dass es diese Stadt gibt und dass sie momentan verwaist ist, ja? Aber dass zwischendurch Barbaradianer da waren, was es tatsächlich glaubwürdig macht, dass sie vielleicht dort etwas zurückgelassen haben. Genau. Lucius kann davon berichten, dass Borberat in seiner letzten Inkarnation, also der Borberat, der vor ungefähr 20 Jahren besiegt wurde, dass er es war, der dieses Ding weggesperrt hat. Mhm. Und es ist damit durchaus wahrscheinlich, dass es an diesem entlegenen Winkel seines ehemaligen Reichs lagert und dass Borberats Schergen es da in Sicherheit gebracht haben. Gut. Gut, na dann, wohin jetzt? Wir schaffen das. Kennt ihr den Weg, Lucius? Naja, ich führe euch dahin. Wir bekommen das sicher hin. Also hier muss es irgendwo in der Nähe sein. Klingt vertrauenswürdig. Na dann, geht voran. Lucius hat alte Karten gefunden auf Maraskan, die ungefähr die grobe Lage des Eingangs nach Aradolosch weisen. Es gibt natürlich zwei Eingänge, ein östlich und westlich der Trollzacken. Rechts oder links? Oh, da sind Fässer. Rechts, da wo Fässer sind, ist wahrscheinlich immer gut. Ich habe jetzt fast den Drang, links zu gehen. Aber nur zum Glück fast. Aber nicht so schnell. Oh. Das war eine Falle. Ich habe dich noch gewarnt. Vielleicht achtet ihr ein bisschen mehr darauf, wo ihr hintretet. Drüben sind Verzauberungen. Ja, ich bin doch kein Pfadfinder, verdammt. Ich bin Winzer. Was ist das denn hier? Dann müsstet ihr euch mit Boden auskennen. Ja, aber nicht mit Fallen. Ich habe ein Lagerfeuer gefunden. Oh, ein Lagerfeuer. Offensichtlich hat hier tatsächlich vor kurzem jemand gelagert. Ja, das Lagerfeuer ist noch relativ frisch. Es brennt zwar nicht, so wie es hier aussieht. Kann es sein, dass vielleicht auch andere Leute hinter demselben Artefakt her sind? Hier sind Fische in den Kisten. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon relativ groß. Ach, Gold. Dann vorsichtig weiter. Ja. Geh mal. Oh, schaut mal, hier ist eine Kiste. Leider bin ich nicht besonders gut darin, so etwas aufzumachen. Aber ein schöner Ausblick. Das stimmt. Hatte ich nicht gerade Dietrich hier gefunden? Hattet ihr? Hatte ich? Ich glaube. Und könnt ihr damit umgehen? Das lässt sich nur herausfinden, wenn wir es probieren. Wenn jemand hier eine verschlossene Kiste zurückgelassen hat, dann planen die Leute, wer auch immer es war, vermutlich zurückzukommen oder haben hier auf Dauer ein Lager aufgeschlagen. Es wäre doch ganz interessant zu wissen, was drin ist. Ah, vielleicht geht das doch nicht so einfach. Verstehe. Ja, dann lassen wir die Kiste doch einfach Kiste sein und gehen weiter und suchen das, was wir eigentlich finden wollten. Hä? Moment, ich bin dran, ich... Oh, nein, ich glaube, ich bin dafür nicht geeignet. Tja, aber so geht's. Ich klettere dann mal runter. Ihr habt die Kiste aufgeschlagen. Oh, du kannst da runterklettern, das ist ja cool. Du hast die ganze Kiste eingesteckt. Hey, ich hab die Kiste gerade aufgemacht. Ich habe zu viele Gegenstände. Moment, ich muss was ablegen. Nein, ich habe zu viel zu tragen. Na gut, ihr könnt. Ich nehme nur raus, was in der Truhe ist. Die ganze Kiste mitgenommen. Ja, ach so, ihr lasst mir die Truhe. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass hier drei Holzkisten auch am Ende sind? Was macht ihr da oben? Entschuldigung. Das ist höchst unverantwortungsvoll. Ja, ich komme mal zu euch. Ich nehme den langen Weg, aber ich bin nicht so der Kletterer. So, es ist ganz schön verwinkelt hier.
kann natürlich sagen, dass der Eingang nach Radolosch wohl eher in der Felswand Richtung Osten ist, als Richtung Tal. Lucius, kommt ihr mit? Ja, ich kletter auch runter. Heißt, wenn nach Osten? Lucius sich jetzt eher nach rechts wendet. Nach rechts? Ja, er vermutet diese Richtung. Meinst du vielleicht Westen? Nach Osten gegangen. Wohin lauft ihr denn? Nach Osten. Ihr wollt nach Osten. Ihr seid auf der Seite westlich der Trollsacken. Ihr wollt in den westlichen Eingang, deswegen müsst ihr nach Osten. Ich weiß, was ich tue. Kommt zu mir. Also ja, ich bin nach Osten gegangen. Ja, ihr geht nach Westen. Aber gut, wir folgen einfach Lucius. Vielleicht hat Lucius. Wie wäre es, wenn ihr schaut, ob auf eurer Karte der Nordpfeil auch nach Norden zeigt? Ich habe nicht gesagt, dass. Ich habe Benny genaue Anweisungen gegeben, in welche Richtung er gehen soll, weil ich untergrab mich nicht. Ach so, du sagtest Osten. Ich laufe die ganze Zeit nach Osten. Da schläft jemand im Gebüsch. Was? Wo schläft da jemand im Gebüsch? Da vorne. Ja, dann wecken wir ihn doch. Lasst euch nicht aufhalten. Ja, ich sehe den nicht. Also Benny geht gerade völlig in die falsche Richtung. Los. Was sind das? Da! Ich glaube, sie haben mich entdeckt. Ganz ruhig bleiben. Nichts Übereiltes machen. Okay. Versucht zu schleichen. Ich glaube, sie schlafen noch. Ich habe versucht, sie in Pflanzen zu stecken, aber es hat nicht geklappt. Na, dann habt ihr ja Glück, dass ihr so schlecht darin seid. Hat auch seine Vorteile. Wie schleicht man nochmal? Ich glaube C oder ansonsten auf X. Da findest du die Aktion. Aber ich muss ja eh warten, bis ich. Oha. Ich war nicht besonders gut im Schleichen. Ich glaube, der Wolf hat euch entdeckt. Ja, ich fürchte auch. Der Wolf ist dran. Diese wehrlosen, harmlosen Wölfe erschlagen. Ich habe versucht zu schleichen, ich bin nur einfach schlecht drin. Wer ist denn gerade dran? Der Wolf. Wer ist Aegis? Ich. Das ist der Spielleiter. Ah, oh, ja. Die Abkürzung stellen macht Sinn. Gut, dann warte ich einfach geduldig. Etwas peinlich berührt, nachdem ich irgendwo auf etwas Lautes getreten bin, stelle ich mich der Tatsache, dass der Wolf wohl einen sehr leichten Schlaf hat. An meiner Unfähigkeit kann es nicht liegen. Vorsicht! Der Wolf kommt jetzt sogar und schnuppert an dir. Oh. Und da entscheidet er, dass er nicht beißt. Und frisst dich auf. Das ist Vino Bianco, aber du heißt doch Vino Balanco. Warte, ich werde dir helfen. Oh, danke schön. Das fühlt sich sogar tatsächlich nützlich an. Eine Version des Armatrotz, die man aus der Entfernung sprechen kann. Faszinierend. Ja, ich glaube, du wolltest gut. Oh, das wollte ich nicht. Ja. Aber zum Glück habe ich den anderen nicht geweckt. Der Wolf ist gar nicht tot. Doch, das war nur letztes, das war nur Faulgase. Und der andere. Der andere schläft noch, ja? Schläft immer noch. Jetzt ja, die Chance zu schleichen. Warum ist der im Kampf, wenn er schläft? Das ist so bescheuert. Jetzt ist er aufgewacht. Na toll. Und wisst ihr was? Er haut ab. Dieser Wolf. Ja, leg dich nicht mit uns an, Wolf. Scheuert. Ja. Ist alles weg. Er verschwindet irgendwo in der Wildnis.
Ich bin quasi unsichtbar. Der Wolf ist weg. Gut. Ich sehe übrigens eure Magierstäbe, die ragen aus dem Büschen raus, also... Psst. Du wächst die Wölfe! Ich habe das Gefühl, hier oben geht's nicht weiter. Oder doch? Ich schaue mich um. Ab. Es ist so eine schöne Stelle dafür. Ihr sucht eine Weile hier im Gebirge noch den Eingang. Mhm. Und findet irgendwann tatsächlich eine Höhle. Ich sagte doch, ich weiß, wo sie ist. Eine ziemlich massive Höhle mit hohen, steinernden Säulen, in der auch ein Lagerfeuer am Verglimmen ist. Ah. Bevor ihr es losrennt, was genau sollen wir hier nochmal suchen, finden? Den Eingang zu einer zwergischen Stadt. Oh toll, ich wollte schon immer eine zwergische Stadt. Dann ich bezweifle, dass die Wölfe das Feuer angemacht haben. Nein, irgendjemand anders war hier und hat Fisch und einen Trank zurückgelassen und das Feuer brennt noch. Oh, ein Trank. Wisst ihr, das sieht für mich tatsächlich so aus, als könnte hier... Oh, seht ihr das Banner? Ja, ein Wolf. Blau und schwarz mit einem Wolf. Das klingt für mich nach Tobrien. Tatsächlich ist das eine Variante des tobrischen Banners, auf dem nicht zwei Wolfsköpfe drauf sind, ein doppelköpfiger Wolf. Ein sehr imposantes Banner. Das stimmt wohl. Die Tobrier sind ja auch schließlich stolz auf ihre Heimat, warum auch immer. Hier liegt ein Skelett. Ich glaube, es liegt da schon sehr lange. Ein Holzfäller scheint. Interessanter ist aber ehrlich gesagt die Frage, wie wir vielleicht diese Brücke dazu kriegen, darunter zu klappen, denn ich glaube, dass unser Ziel auf der anderen Seite liegt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Nun, vielleicht schaffen wir es mit einem kleinen Motorikus. Ihr beherrscht den Motorikus? Nein. Ich auch nicht. Ja, vielen Dank für den Vorschlag. Lucius, ihr? Nein, aber vielleicht kommen wir unten irgendwie hoch. Nein, hört auf. Graben ist nicht für alles die Lösung. Hört auf, ja. Schaut euch das alles doch mal genauer an. Ich versuche, über den Abgrund hinweg zu spähen, wie diese Brücke funktioniert. Ich sehe da Seile, an denen sie aufgehangen ist. Richtig. Du siehst Seile, an denen sie hängen. Du siehst auch winzige Schießscharten in der Felswand gegenüber, die kaum zu erkennen sind. Perfekt getarnt. in die Wand eingelassen, sodass es aussieht, als wären sie kleine Vertiefungen in der Felswand, aber sich führen ins Dunkel und sind offenbar Schießscharten. Zu beiden Seiten siehst du drei davon. Wenn wir die Seile anzünden, dann würde die Brücke sicherlich runterkommen. Hier gibt es Feuerschalen. Leider bin ich kein sehr begnadeter Bogenschütze. Ich habe vor allen Dingen keinen Bogen. Also ist mein Talent damit relativ egal. Ihr wollt also nur die Seile da drüben anzünden, oder? Ja, wir wollen erstmal aus dem Weg gehen. Man kann ja versuchen, mal zu zielen. Und Ignifaxius. Nein. Ich glaube, der hat ein bisschen Drall nach unten. Aber ein schöner Plan. Tatsächlich siehst du da auch ein Gegengewicht. Ja, das sieht man ja hier auch tatsächlich auf der Karte. Ja, das hast du jetzt getroffen? Okay, weißt du was? Das reicht mir. Na toll. Ich wollte gerade weglaufen, bevor sie runterknallt. Großartig, mein Plan hat funktioniert. Du fruchtloser Anführer. Ah, und ja, das hat tatsächlich funktioniert. Das ist ein Tor. Wir haben es gerade noch geschafft, aus dem Weg zu gehen, bevor sie uns zerquetscht hat. Bei Vino hatte ich tatsächlich Sorge. Moment, ich stand weit hinten, ja. Also wenn man sich über eine Sache nicht Sorgen machen muss, ist, dass Vino zerquetscht wird. Vino wird nicht zerquetscht. Schade, es wäre so passend. Zum Beispiel, dass Vino auf einmal Krebshände hat. Dass ihr ein Problem mit Krebshänden habt, weil ihr aber sehr begeistert von den Krabbenscheren. Naja. Wenn es eure sind, nehmt sie wieder. Ich hatte schon genug in meinem Leben, ich will sie nicht. Na gut. Gut, wir haben die Zugbrücke heruntergelassen, aber jetzt stehen wir vor dem Tor. Ja. Dieses Tor ist allerdings, wenn ihr es euch anschaut, nicht verschlossen. Die Tür lässt sich einfach öffnen. Ich öffne die Tür.
Welch verwegener Plan. Voll gelohnt, diese Karte zu bauen. Die Map sieht ein bisschen aus wie eine Gitarre oder so ein Banjo. Ja, wir spielen ja auch relativ zügig, habe ich den Eindruck. Oh ja. Damit wir möglichst viel zeigen können. Die Musik ist echt schön. Ich hab gehört, Benny sollte sich nicht zu viel Zeit hierfür nehmen. Der hatte einen Wecker. Naja, in 2 Stunden ist ja auch schon Olli dran mit seinem Stream, von daher. Ja, aber mein Wecker klingelt ja erst morgen um 6 Uhr. Meiner auch. Ja. Das siehst du? Ja. Oh, wir stehen gemeinsam auf. Das sieht alles sehr zwergisch aus. Und so, als wäre es schon lange verlassen. Ihr steht in einer gigantischen Halle mit Zwergenstatuen. Also diese Statuen zeigen tatsächlich Zwerge. Ich weiß nicht, ob das hier zu erkennen ist. Ja, das kann man sehen. Oh, cool. Ja. Führen 2 Türen links und rechts zu Gängen, die, ihr vermutet mal, die zu den Wehrgängen führen, die zu den Schießscharten gehören, die ihr von draußen gesehen habt. Mhm. Ihr seht diese großen Gegengewichte scheinen zu einem Mechanismus zu gehören, der mit der Zugbrücke zu tun hat. Und gegenüber von euch, wenn ihr reinkommt und genau auf die gegenüberliegende Wand schaut, seht ihr einen riesigen Zwergenkopf, der aus dem Stein gehauen ist. Verdammte Truhen. Und natürlich stehen da auch Bücher rum. Ja. Ich schaue mich ein bisschen um. Da unten haben schon Flammen gebrannt. Also ich glaube, hier ist genau, die jemand. Flammen haben schon gebrannt. Ja. Also bis auf die in der Mitte, die habe ich angemacht. Da sollten wir vorsichtig sein, so wie immer. Hier ist ein Tisch, der glaube ich... ich glaube, dass hier jemand irgendwie Zeit totgeschlagen hat. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre hier ein Kartenspiel gespielt worden oder so etwas. Hier ist irgendeine giftige Brühe. Sie scheint aus diesem Fass da zu kommen. Ja. Irgendjemand hat hier durchaus Zeit verbracht und das vor gar nicht so langer Zeit. Aber warum und wer? Lucius, ihr habt niemand anders erzählt von dieser Waffe, oder? Naja, sagen wir so, ich muss ja auch von dem gehört haben, oder? Dementsprechend gibt es andere Leute, die auch davon wissen. Oder sind Skelett. Ihr nähert euch dem Band mit dieser... Ja. Der Wand mit diesem riesigen Steingesicht. Ich nähere mich langsam und ich versuche dabei nicht zu ehrfürchtig zu werden. Ihr steht direkt davor. Oder? Ihr steht direkt davor. Mhm. Ja, wir stehen direkt davor, ja. Es ertönt ein schabendes Geräusch und schwere Augenlider heben sich und graue Pupillen fixieren euch langsam. Dann öffnet sich dieser massige Mund in diesem Bart und dröhnen Worte in euren Köpfen. Keiner von euch spricht Rogolan, oder? Ich glaube nicht. Nein. In einer uralten Zwergensprache. Ich kann es mal einblenden. Ispelmosch kabniga aradolosch. Osha keltrama intlalosch. Dorakasch ota dorangrasch angrosch tablasch. Also, wenn ich mich recht erinnere, heißt Angrosch Zwerg. Vielleicht. Und Aradolosch war die Stadt hier. Ist die Stadt. Also irgendetwas Aradolosch. Irgendwas. Dorakasch oder Dorangrasch. Das sind 2 ähnlich klingende Worte, die mit etwas verbunden sind. Irgendwas und irgendetwas Zwerge? Ich fühle mich irgendwie wie bei der Abschlussprüfung, genauso gut vorbereitet. Eure Abschlussprüfung war über Zwergisch? Nein, aber es klingt genauso. Außerdem, das fällt Vino auf, erscheinen in der Wand links von euch Runen. Aha. Oh, schaut mal da links, da sind Runen. Hübsch. Und zwar... Moment. Na, hab's gleich. Hätte ich doch nur mal diese Sprachen gelernt. Es ist aber auch wirklich eine sehr schöne Arbeit, diese Steine in ihr Gesicht. Das stimmt. Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Sinn dafür habt. Für Schönheit?
für... Schaut mal die Runen. Ich sehe... ich sehe... Seht ihr das jetzt, was ich gemacht habe? Ja, ja, wir sehen okay. Die Runen. Oh. Ich würde sagen, es passt von dem Buchstaben her zu dem, was sie gesagt haben. Ja? Ja? Ist Bellen. Ja! Ja! Ist Mosch. Kapnika. Ja, es passt tatsächlich. Gut, das heißt, wir wissen, was der gerade gesagt hat, ist das, was da steht. Du Losch. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Außer spontan Rugulan lernen, aber ich glaube, das fällt wohl aus. Ja, vielleicht spricht... Also ich meine, wenn es magisch ist, dann, wenn da zum Beispiel ein Elementar des Erzes drin gebunden wurde, was ja bei den davon gehe ich aus, ja. Magischen Fähigkeiten, die einige dieser Zwerge angeblich haben, ja doch nahe liegt, dann sollte er eigentlich auch andere Sprachen sprechen als Rugulan, oder? Nicht, wenn ihm der Befehl gegeben wurde, nur auf Rugulan zu sprechen, um andere Völker auszuschließen. Das finden wir wahrscheinlich heraus, wenn wir ihn auf eine andere, mit einer anderen Sprache ansprechen. Ich versuch's mal. Djinn des Erzes, sprichst du meine Sprache? Ihr wisst nicht, wie eure Sprache heißt. Naja, ich dachte vielleicht, was er es nicht. Tatsächlich wiederholen sich einfach nur die gleichen Worte in Rugulan nochmal. Der eherne Zwerg macht nochmal seinen steinernen Mund auf und es kommen nochmal die gleichen Worte raus. Er erwartet eine Antwort. Da, das also, ich denke, Frage, so viel ist ja. Klar. Ich sag mal Angrosch. Ich probiere hier nichts. Vielleicht sollten wir uns noch ein wenig umschauen. Ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Meint ihr, es gibt noch einen weiteren Eingang oder so etwas? Naja, bei den Schießscharten, dort müssen ja irgendwie die Leute auch hinkommen. Ja, von hier aus. Aber ja, lass uns vielleicht erstmal umschauen. Vielleicht bekommen wir den Kopf frei. Den Kopf frei? Den Kopf frei, ja. Den großen Steinen? Nicht den, auch unsere. Ach, unsere Köpfe frei, ja. Ja. Schauen wir uns das an. Sehr interessantes Zwergengesicht, aber trotzdem schaue ich mir doch mal wieder den Raum an. So. Das könnt ihr tun. Wie wird das... Lucius, ihr meintet irgendwie, hier gibt es Zugänge zu den Schießscharten? Da oben waren, glaube ich, Türen, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, hier unten ist... Ja, hier ist... Ah. Ich komme. Wollt ihr da durchgehen? Mhm. Wir schauen auf jeden Fall, ob die Tür offen ist und ja, wir gehen dann durch. Offensichtlich ist sie offen. Ja, die Tür ist offen. Wehrgang für dich. Ah, da sind die Schießscharten. Ich mache mal Licht an. Von hier drin sind sie deutlich größer als von außen. Das ist wirklich hervorragende Handwerksarbeit. So, ja, wir wollen ja auch was sehen. Es ist sehr geräumig hier dafür, dass es hier nur ein Wehrgang ist, muss man schon sagen. Aber ich habe das Gefühl, hier war wirklich schon lange niemand mehr. Leider sind diese Fässer alle leer, schade. Wirklich eine Statue einer nackten Zwergin, die auf einem Wolf sitzt. Ja. Naja, was weiß ich, wie die Zwerge so... Warte mal, da liegt etwas auf dem Boden. Seht ihr das? Links neben der Statue. Ja, eine Wachstafel. Tut mir leid, ich bin gebannt vom... Was? Eine Wachstafel. Das Buch gibt's wirklich im Spiel. Ich habe jetzt das aufgeschlagen. Raksascha, ein Groschner am Beda Karadolosch. Om Shukam Norakmash Kadosha Ota Dorangrasch. Om Shukam Intlalam Kadosha Kaklana Draka. Garasho Kadosha Dorakash Obdrodam Ispelmosch. Ein paar Worte kommen mir bekannt vor. Wir hätten vielleicht uns aufschreiben sollen. Ja. Ich habe eine Armbrust gefunden. Es ist schön für euch. Ich habe was für ein... Ich habe ein Schreibmaterial hier und ich sehe, ich habe ja auch was am Gürtel hängen. Moment. Also wenn man in meine Figur schaut, hat sie ein Buch am Gürtel. Das nimmt sie jetzt. Ich kann euch das ein bisschen einfacher machen. Macht das auf und dann schreibt sie was rein. Ich weiß, sie ist gerade reinschreiben. Oh, Entschuldigung. Soll ich es wieder zurückmachen?
Du wirst ausgedacht von den Stimmen von Jakus Kopf. Kopf. Lach mich aus. Okay, dann kannst du jetzt wieder. Ja. Sascha. Sascha. Angroschen. Angroschen ist Zwergin, richtig? Ja, wenn man, also, ja, wenn ihr das sagt. Gerade losch. Am Schuckern, was auch immer das heißt. Nurakmasch. Kadoscha oder Dorangrasch. Und es sind auch kleine Skizzen neben den Zeilen. Om Shukam. Intlalam. Kadosha Kaklana. Draka. Draka klingt nach Drache, oder? Ich weiß ja, nicht. Oder nach dem Fluch. Vielleicht ist es auch das Gleiche. Oder nach Bier. Garasho, Kadosha. Dorakasch. Ob Drodam Ispelmosch. Ispelmosch stand da auch auf diesem, auf der Wand. Hm, das stimmt. Und Dorakasch glaube ich auch. Wir sollten zurückgehen und schauen, was sonst noch an. So, auf der anderen Seite. Das erste zeigt eine Zwergin im Tor der Stadt Aradolosch, die zu strahlen scheint. Roxascha an Groschna am Beda. Karadolosch. In Karadolosch ist Aradolosch drin. Meint ihr, mit dem Text, den wir hier haben, können wir den anderen Text übersetzen? Habt ihr einen besseren Vorschlag? Das ist hier gerade meine einzige Möglichkeit für mich, ein bisschen Zwergisch zu lernen. Ja, nein, ich habe keinen besseren Vorschlag. Das war eine neugierige, interessierte, ernst gemeinte Frage. Ich weiß nicht, ob es zu uns zu Erfolg führen wird, aber wisst ihr besser als nichts tun. Ja, dann gehen wir doch wieder zu dieser Statue. Neben der zweiten Zeile hält dieselbe Zwergin Händchen mit einem unscheinbaren Zwerg mit Armbrust. Scheint sich um eine Torwache zu handeln. Ich habe eine Armbrust gefunden. Oh, vielleicht habt ihr die Überreste von dem armen Zwerg, der hier ein Gedicht geschrieben hat, gefunden. Also hier... Ja. So, das zweite Bild ist von einem gewellten Rahmen umgeben, als wäre es ein Traum oder ähnliches. Ah! Das dritte Bild ist in dieser Art ebenfalls eingerahmt. Es zeigt, wie der Armbrustzwerg vor dem Fenster der Strahlenzwergin auf die Knie fällt und zu ihr emporblickt. Oh. Ich mache hier selber mir gerade kleine Bildchen. Das vierte Bild ist wieder nicht gerahmt. Es zeigt einen alten, hässlichen Zwerg, der sich schützend vor die strahlende Zwergin stellt und dem Armbrustzwerg mit einer Axt droht. Der Armbrustzwerg weicht entmutig zurück. Gut. Aha. Ist ein bisschen in einer Liebesgeschichte gefangen, ha? Huh? Ich glaube, also... Versuchen wir das doch mal. Ja. Wir können gerne wieder zurück zu dem Gesicht und schauen, ob uns irgendwas vertraut vorkommt. Oder auf die andere Seite. Oder auf die andere Seite, ja. Aber zumindest müssen wir erstmal die Halle zurück. Ja. Ich kann dich direkt auf die andere Seite schieben, wenn das lieber ist. Ja. Stekosaurus sagt, Zwergsprache klingt wie wenn jemand, der mit Kieseln gurgelt. So ist es wahrscheinlich auch entstanden. Das ist die andere Seite. Ah, okay. Da ist wieder eine Statue. Wieder von einer nackten Zwergin auf einem Wolf, aber hier ohne Liebesbrief. Dazu kurz, die Statue von nackten Zwergen sieht wirklich uralt und mitgenommen aus. Außerdem trotzdem sehr hochwertig gefertigt, Zwergenkunst. Die Statue auf der anderen Seite des Raums sieht deutlich neuer aus und auch deutlich schlichter. Oh, und sie zeigt einen alten, bärtigen Mann in Magierrobe, der in einem Buch liest. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht die Leute, die zwischendurch hier gewohnt haben, ihre Spuren hinterlassen haben. Denkt ihr nicht? Ja. Und ja, zu sehr damit beschäftigt, einen alten Kisten zu wühlen. Nein, Entschuldigung. Ich schaue mich einfach um. Neugierde. Hier scheint es nichts Interessantes zu geben.
außer ein paar fast neuer Lederstiefel. Das trifft sich gut. Meine alten Stiefel sind eigentlich durch den Matsch dieser Dämonenarche fast aufgesogen worden, zersetzt worden. Aber hier ist tatsächlich nichts, oder? Nein. Hast du einen Einblick darin, wie das Abwassersystem der Zwerge funktioniert? Ich finde, die beste Möglichkeit haben wir jetzt, wenn wir zu dieser Statue zurückgehen und versuchen zu übersetzen, was sie sagt. Ja. Na dann. Es wird ja langsam dunkel und hungrig werde ich auch. Zurück zur Statue, alles klar. Tup, 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 tup. So. Jetzt, wenn du dich der Statue näherst, spricht sie, bewegt sich erneut dieser Stein in den Mund und wie wenn Felsbrocken aneinander reiben, hörst du diese Stimme in deinem Kopf. Ispelmosch. Abniga Radolosch. Osha Keldrama Intalosch. Dorakash Ota Dorangrasch. Angrosch Tablasch. Wenn wir uns nochmal die Runen anschauen, ja, genau, die Runen. Ich versuche das hier zu interpretieren. Also ich denke, dass hier ein Zwerg eine Art Liebesgedicht geschrieben hat. Soweit keine Widerrede. Roxascha an Groschne am Beda Karadolosch, daneben das Bild von einer strahlenden Zwergin. Stopp mich, wenn ich ihr Unsinn sage. Roxascha könnte ein Name sein? Ja. Roxascha an Groschne am Beda Karadolosch. Roxascha ist die irgendetwas Zwergin aus Aradolosch. Ja. Das hilft uns wahrscheinlich nicht weiter, aber es ist ein gutes Gefühl, das im Schlüssel zu haben. Omshukam. Norakmash Kadosha Ota Dorangrash. Und sie halten Händchen. Dorangrash ist eines der Worte, die er gesagt hat. Er hat gesagt zwischendurch Dorakash Ota Dorangrash Angrosh Tablash. Sowohl Dorangrash als auch Dorakash sind in dem Gedicht. Dorangrash ist bei Händchen halten. Dann ist es irgendwas mit Hand. Und Dorakash ist bei wird mit Axt bedroht. Hand oder Axt? Also ich habe richtig verstanden, dass wir das Gedicht übersetzt haben. Vage. Wir ziehen uns die wichtigsten Worte raus. Also eigentlich hauptsächlich Konstanza. Omshukam Norakmash Kadosha Ota Dorangrash. Omshukam Itlalam Kadosha Kaklana. Drekka Garasho Kadosha. Kadosha kommt ziemlich oft vor. Leider brauchen wir das nicht. Ota Dorangrash. Omshukam Itlalam. Also, ich glaube, Dorangrash ist etwas Positives, weil es mit dem Traumbild von dem glücklichen Pärchen verbunden ist. Und Dorakash scheint etwas zu sein, was feindlich gesinnt ist, weil es in der Zeile ist, wo der Zwergenvater oder wer auch immer es ist, oder ein gehörnter Ehemann, ich weiß nicht genau, wie das bei Zwergen läuft, dem Träumenden mit der Axt droht. Das heißt, seid ihr feindlich oder friedlich gesinnt, Zwerge. Ja, das ergibt total Sinn. Also, es ergibt Sinn. Ja, total Sinn. Ja? Dorangrash. Obwohl, wir haben die Worte schon oft genug gesagt. Wenn einfach Sagen reichen würde, dann hätte es schon wieder das auslösen müssen. Jetzt habt ihr es erst wirklich zu der Statue gesagt. Ihr wart sicher vorsichtig und habt das nicht direkt vor der Statue gesagt. Ja, natürlich. Vielleicht, wir gehen mal davon aus, dass die falschen Worte vielleicht schlimme Dinge verursachen könnten. Ne? Und das ist ja nicht passiert. Deswegen gehst du erst jetzt vor die Statue und sagst laut. Jetzt das Richtige. Dorangrash. Und tatsächlich
Oh. Ist der Moment zu laufen. Nein. Schiebt sich dieses komplette Gesicht in den Fels zurück, gibt einen Durchgang in einen dunklen, tiefen Tunnel frei. Das klingt gut. Ich muss mir den Stream später nochmal anschauen, um die Lösung zu verstehen. Ich glaube, wir haben gerade dem großen steinernen Kopf auf Zwergisch Freund gesagt. Also Dorakash heißt Feind und ja. Er hatte gefragt, Feind oder Freund, Angrosh Tablash. Mhm. Entweder Zwergenheit oder sowas, des Zwergenvolkes. Ich glaube, die letzte Zeile ist Feind oder Freund der Zwergen oder des Zwergenvolkes, ja. Ja, das macht Sinn. Na dann, gehen wir durch. Und wir haben Freund gesagt. Zum Glück haben wir nicht zwischendurch aus Versehen Feind gesagt vor der Statue. Natürlich. Ja. Das wäre ja blöd. Das würdet ihr nicht machen, nein. Nie. Koloponius ist so nett im Chat zu sagen, dass das ein cooles Rätsel ist. Dankeschön. Oh, vergiftetes Brot. Was? Ihr geht was? Einige Zeit durch die Dunkelheit, durch einen für Zwergenverhältnisse ziemlich großen, breiten Gang und kommt dann irgendwann in einer gewaltigen Halle raus, für die es auch eine Vignette gibt. Moment. Es gibt für alles eine Vignette. Jetzt habe ich tatsächlich Notizen in meinem Notizbuch zu dem Spiel. Das ist doch süß. Ja, ich mag sowas. Dieser Raum ist so groß wie der Marktplatz einer durchschnittlichen Kleinstadt und das wenige Licht verliert sich schnell im Dunkeln. Die Höhle der Decke ist nicht zu erkennen. Die Höhe, Entschuldigung, der Decke ist nicht zu erkennen. Überall sind steinerne Tische und Hocker verteilt. In Steintafeln sind auf Zwergisch Preise und Symbole für Waren eingemeißelt. Die Wege sind breit genug, damit auch Trolle sie begehen könnten. Nur, dass wir hoffen, dass hier keine Trolle sind. Trolle sind nicht zwingend feindliche Kreaturen. Aha. Ja. Es erscheint mir, als wäre das hier tatsächlich... Es ist nicht nur so groß wie ein Marktplatz. Ich denke, es ist ein Marktplatz. Oder er war es, als diese Stadt noch bewohnt war. Meint ihr, dass diese Leute da, die das Feuer draußen entzündet haben, hier so weit vorgedrungen sind? Naja, da vorne auf der Bank sitzt jemand, also... Oh. Vielleicht werden wir jetzt etwas aufmerksamer hören auf rumzulabern und betrachten die Person. Aber nur vielleicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid in den Raum reingeschlichen, die Person hat euch nicht gesehen. Okay? Ja, natürlich. Wir haben außer Hörweite geredet. Da sitzt tatsächlich ein Mensch auf dieser Statue. Man sollte nie Menschen ansprechen, die man irgendwo... Scheint vor sich hin zu dösen. Mhm. Es ist offensichtlich, ihr kennt euch nicht so gut aus in der Gegend, aber ihr habt von den Trollzacker Barbaren gehört. Er sieht ziemlich barbarisch aus. Und er ist halt in den Trollzacken. Also es ist naheliegend, dass es ein Trollzacker Barbar ist. Und noch hat er nichts gemacht, ne? Aber noch. Er wirkt jetzt nicht wie ein, typischer aus. Abenteurer oder ein Gelehrter oder ein Archäologe oder sowas. Er wirkt wie ein brutaler Typ, der hier abgestellt wurde, um was zu bewachen. Leute, die man in irgendwelchen Gewölben findet, sind immer sehr dubios. Vielleicht kann der uns aber verraten, was das für Leute sind, die hier vorgehen. Lucius? Spricht jemand von euch Trollzackisch? Ich jetzt nicht so. Also, mein Trollzackisch ist genauso gut wie mein Zwergisch. Entschuldigt, aber glaubt ihr wirklich, dass ein Trollzacker von alleine bis hier in diese Zwergenfestung vorgedrungen ist? Der arbeitet für irgendjemanden und vermutlich spricht diese Person auch nicht Trollzackisch. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Trollzacker zumindest ein paar Worte Karetide können dürfte. Und allein was seine Freundlichkeit angeht, hier liegen ziemlich viele blutige, zerfetzte Leichen rum. Zwei. Liegen hier tatsächlich rum, ja. Ihr seht tiefer in der Halle Leute in schwarz-roten Roben, die in ihrem Blut liegen. Relativ frische Leichen, soweit ihr das von hier beurteilt. Magst du vielleicht die Pause wegmachen? Wir laufen auch nicht hin und her. Okay. Es ist schwer, sich zurückzuhalten. Ja. Dann was machen wir denn jetzt? Also ich würde ja gerne tatsächlich versuchen rauszufinden, was hier vor sich geht. Vielleicht schauen wir uns um, ob es hier irgendwo eine Tür gibt, die wir erreichen können, ohne ihn zu wecken. Zumindest hat er offensichtlich... Der schläft nicht, er hat uns nur noch nicht bemerkt. Erschlagen. Wie wär's? Einer von euch macht ihn auf sich aufmerksam und die anderen schleichen sich von hinten an und nehmen ihn gefangen. Ich schleiche. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir ihn von hinten gefangen nehmen wollen. Moment, warum schleicht ihr euch denn jetzt? Moment,
Nein. Du weißt, was du musst ihn ansprechen. Dein Einsatz. La la la, ich bin hier ganz unauffällig in diesen Gefilden. Ah, hallo, mein Freund. Er springt natürlich sofort auf, als er dich sieht. Jetzt drauf. Greift nach seiner Axt. Oh nein. Ich ziehe meinen Magierstab über den Schädel. Brüllt dich irgendwie in einer fremden Sprache an und bekommt den Magierstab über den Schädel. Ah! Wie nur Palanko rennt weg. Und. Wow, was? Oh! Was hast du gemacht mit deinem Magierstab? Entschuldigung, offensichtlich ist einer von diesen manche dieser Barbaren haben übernatürliche Kräfte. Moment, das hat jetzt mal wieder die KI hier. Ja, also, ich gehe davon aus, dass es... To be fair, es hat mein Leben nicht wirklich angekratzt. Oh. Ist doch okay. Eub gegeben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Kombiniere Magierstab mit Trollzackerkopf. Bekomme explodierenden Trollzacker. Betäubt, aber wütend. Mein Leben. Das ist, ich wollte gerade sagen, so fühle ich mich auch häufig spätabends. Die beiden Zustände, die er jetzt bekommen hat. Mhm. Ja, also du hast ihn K.O. geschlagen, sagen wir so, Essen Barbar, du hast auf ihn eingeschlagen, aber er hat das erst eine Spielrunde später gemerkt, nachdem er schon wie nur Balanko durch den halben Raum hinhergerannt ist. Dann brach er zusammen mit einer massiv blutenden Kopfwunde. Mhm. Wenn du willst, dass der Zustand dauerhaft bleibt, musst du ihn auf minus 1 stellen. Na, ich habe ihn auf 8 Runden gestellt. Oh, okay. Gut. Bring ihn zum Reden, Lucius. Ich stupse ihn mal mit dem Stab ein bisschen an. Wenn du jemals dort ankommst, alter Mann. Wer hätte die Truhe nicht einpacken sollen? Was? Gut, dass ich gerade die ganze Zeit geredet habe. Du solltest vielleicht mal dein Inventar leer machen. Ich habe 101 von 100 Gegenständen. Das ist wie Pokémon. Okay, ihr untersucht den bewusstlosen Barbaren, der am Boden liegt. Plötzlich hört ihr hinter euch Stimmen. Oh, verdammt. Ja. Oh, sehr guter Einsatz. Mann mit goldener Maske. Ich habe wieder einen Bug irgendwie. Verzeihung. Wo seht ihr ihn noch? Bei mir ist er verschwunden. Wer? Mann mit goldener Maske, hast du gerade gesagt, Maggie. Wer? Das steht bei dem Bild oben in der Initiative-Leiste. Ach so, weil ihr noch im Kampf seid, natürlich. Mhm. Entschuldigung. Der Barbar bleibt tot. So. Oh. Sein Hirntrauma war schlimmer, als ihr dachtet. Kann ich ja wiederbeleben. Ja. Du kannst ihn aufstehen lassen. Es tut mir leid. Ich dachte, das wäre das erwischt. Das Spiel hat die Charaktere, die erscheinen sollten, irgendwie in die Wand gebackt. Jetzt sind sie hier. Also hier stehen plötzlich zwei Leute im Raum, die euch vorher nicht aufgefallen sind. Ha. Huh. Keine Ahnung, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sie sich getarnt haben können. Es ist ein riesiger Mann mit einer goldenen Helmmaske und einer schweren Keule in der Hand und einer goldenen, es ist eine Mischung aus einer Prunkrüstung und Zeremonialgewändern scheinbar. Und eine Frau in schwarzen Roben. Du erkennst sie, Maigi. Du bist auch aus Brabak, oder? Ja. Das ist Thiria von Brabak, einer deiner Kommilitonen aus Brabak. Was macht die denn hier? Wie heißt sie, Thiria? Pyrea. Sie erkennt dich offenbar nicht, denn sie spricht euch direkt an. Ihr gehört offensichtlich nicht hierher. Das Schicksal hat euch einen bösen Streich gespielt, dass es euch ausgerechnet jetzt an diesen Ort verschlägt, nachdem diese Hallen seit 3000 Jahren leer standen. Geht und stört nicht unseren Feldzug. Dann dürft ihr euer Leben behalten. Der Mann neben mir sagt nichts, er steht einfach nur furchteinflößend.
Wo ich dann flüssen neben mir und versuche bedrohlich zu schauen. Was noch ziemlich gut gelingt. Ich nähere mich langsam. Kann mal jemand näher mit der Kamera ranzoomen an die beiden? Ja. Das ist aber wirklich eine sehr schöne Robe, die sie hat. Kannst du sie mal näher und halt eine wirklich krasse sie, Rüstung. Sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Sie scheinen relativ entspannt zu sein, obwohl ihr gerade einen ihrer Leute niedergemäht habt. Ich nähere mich langsam. Das war ja ein Versehen. Ich wollte den gar nicht töten. Pyrea? Bist du das? Pyrea. Konstanza? Ja. Ach, es ist nicht schön, wenn sich Freunde wieder treffen. Ich bin dann mal hier weg. Ich würde nicht sagen, dass wir Alrik, Freunde bist waren. Du das in der Rüstung? Netter Versuch, Vino. Keine Reaktion von dem Mann. Ja, sein kann, dass es Alrik ist. Es wirkt, als wäre die Rüstung könnte genauso gut leer sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Alrik ist, ist doch recht hoch. Die übrigens immer noch. Ihr zwei kennt euch also, ja? Wir sind zusammen auf dieselbe Akademie gegangen vor ein paar Jahren. Ihr seht, dass die Keule immer noch von dem Blut trieft, das offensichtlich den Barbaradianen gehört hat. Was? Moment. Ja, das ändert aber nichts, Konstanza. Bitte geht, wir haben hier zu tun. Wir auch. Ach ja? Ja. Yeah. Wir sind auf einer archäologischen Expedition. Das sind wir auch. Na dann. Außerdem säubern wir diese Anlage vor dem barbaradianischen Schmutz, der sich hier angesammelt hat. Das klingt doch erstmal gut. Allerdings. Mit wem arbeitest du da zusammen? Ist das ein Söldner von dir? Ich zeig auf den Mann in der goldenen Rüstung. Nein, das ist mein Auftraggeber und es geht euch nichts an. Ist ja gut. Aber schön, offensichtlich hast du sowas wie Karriere gemacht. Sie wirft dem Mann in der Rüstung einen Blick zu. Er bewegt sich jetzt zum ersten Mal wirklich annähernd menschenartig und macht eine schwer zu deutende Geste in ihre Richtung. Sie wendet sich wieder an euch. Es tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit für euch. Ich bitte euch um der alten Zeiten willen, Konstanza. Du findest den Weg selbst hinaus. Geht einfach, dann passiert euch nichts, ja? Ihr kamt durch diese Tür, geht durch diese Tür. Wir werden uns unseren Aufgaben widmen. Ich gehe davon aus, dass du mich verstanden hast. Ich habe dich schon verstanden, aber so gut waren die alten Zeiten auch nicht. Und damit verschwindet sie wieder in der Dunkelheit. Ich fände das eigentlich eine gute Idee, Konstanza. Gehen wir doch einfach. Ach. Der Mann in der Rüstung starrt euch noch ein bisschen länger an. Ich starre zurück. Und dann geht er ebenfalls wortlos weg. Sind Sie weg? Ja, wo seid ihr? Aha! Puh, das war knapp. Naja, jetzt können wir ihnen vielleicht unauffällig folgen. Was sind das für Leute? Also mal ganz kurzer Einwurf. Ja, es steht nirgendwo in diesem Abenteuer drin, dass eine der Helden eine Schulfreundin von dieser Frau ist. Hast du zufällig mal ehrlich, so viele Brabaka-Magier kann es ja nicht geben. Ne? Und wenn ihr schon beide von der gleichen Akademie seid, dann muss man das ja auch ein bisschen mit einbauen. Ich finde das schön. Und sie heißt Hyrea und nicht Pyrea. Hyrea. Naja, man kann es ja mal vergessen. Ich meine, so dicke war die ja auch nicht. Ja, nein. Ich war eine Klasse über ihr. Sie hat sich mehr für Geister interessiert, ich mich mehr für Leichen. Ja. Ja. Kinder. Wir sind uns ja wohl einig, dass wir trotzdem weitermachen. Also ich nehme an, dass Lucius und ich uns einig sind und Vino ist dann in der Unterzahl. Vino? Wir können ja abstimmen. Vino? Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Wofür? Wofür? Ja, dafür, dass wir weitermachen. Dafür. Gut, machen wir weiter. Dann mach es. Yay! Prost! Na dann. Sollen wir ihnen folgen? Das ist vielleicht tatsächlich das Sinnvollste. Sie scheinen zu wissen, wo sie lang wollen. Und außerdem werden sie vermutlich sämtliche Barbaradianer, die sich hier offensichtlich herumtreiben, für uns aus dem Weg räumen. Ja, wir müssen nur abwarten. Etwas länger euch in der Halle umschaut. Schauen wir uns um, die ganze Halle. Ihr findet viele mehrere Türen. Viele Reliefs an den Wänden.
die Zwerge und Trolle zeigen, die miteinander handeln oder miteinander feiern. Ihr findet noch mehr tote Bauradianer. Ihr findet drei Türen. Also drei große Türen, also viele kleine Türen, die in Marktstände und sowas führen, aber drei große Portale, die in alle Himmelsrichtungen führen. Das, durch das ihr kamt natürlich, und dann eins in Osten, Norden und Süden. Na, respektive. Also, hinterher zu gehen ist gar nicht mal so. Habt ihr Durst? Was? Er hat nur irgendwie mit seiner Hand rumgewässert. Sollen wir ihn jetzt hinterher? Ja, ich würde sagen, das ist am sinnvollsten. Haben wir eine bessere Idee, aber wer sind die denn? Die eine ist offensichtlich eine Studienkollegin von Konstanza. Ja, also, Konstanza kann gern ein bisschen was erzählen über ihre Studienkollegin, sofern sie noch was darüber weiß. Hyria ist, naja, sie ist aus Pravak, sie ist eine Nekromantin und sie war durchaus sehr ehrgeizig, sag ich mal. Und es scheint mir, als hätte sie jemanden gefunden, der bereit ist, sie zu unterstützen. Aber ich habe keine Ahnung, wer das war. Selbst für eine Brabakerin, erinnerst du dich, war Hyria äußerst wenig götterfürchtig. Und, naja, ich meine, das Vorurteil steht eigentlich über alle Brabaker im Raum, aber Hyria hat wirklich wenig Hemmungen gehabt, gewisse Grenzen zu überschreiten. Spricht jetzt auch nur bedingt dann für ihren Auftraggeber? Vermutlich. Also, sagen wir mal so, egal was auch immer der im Schilde führt, sie hat kein Problem damit. Davon können wir ausgehen. Ja, und nur weil er Gold getragen hat, heißt es ja nicht, dass er ein Preiot war. Das bezweifle ich sogar. Was machen wir jetzt? Wir folgen ihnen, machen wir. Unauffällig. Na gut. Es wurde übrigens gebeten im Chat, dass Magie ihr Spiel mal auf Deutsch umstellt, weil dann nicht so ganz offensichtlich ist, was relevant für die Quest ist und was nicht. Denn die relevant, so. In dem Modul sind halt die Sachen. Ich schau mal, ob ich das machen kann. Aber ist nicht so wichtig. Ich wollte es nur mal weitergeben. Ja, ich weiß nicht, ob das geht, ohne dass ich das Spiel neu starte. Ich glaube nicht. Nee, das ist dann zu viel. Aber falls wir weiterspielen, das nächste Mal. Nee, da muss ich glaube ich, in Start machen. Hey, ist nicht wichtig. Dann lass uns hinterher. Nächstes Mal dann. Gehen wir. Ich wollte es nur erwähnen, damit wir dann dran denken. Ja. Also ihr wollt in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Ihr folgt den beiden Gestalten. Mhm. Ja, das ist bestimmt dumm. Das heißt, ihr geht eine Weile wieder durch einen dunklen Gang, den ihr mit eurer Magie natürlich erleuchten könnt, der wiederum groß genug ist. Ich mache wieder Pause, damit ihr nicht weglauft, ja? Du hast echt Sorgen bei uns, ne? Erfahrung halt, ne? Kluger Mann. Kann ich euch wieder freilassen? Nein. Na gut. Und nach ungefähr einer halben Stunde kommt ihr in eine weitere Halle, die genauso groß ist oder vielleicht sogar noch größer als die letzte. Und ihr kriegt wieder eine Vignette. Eine weitere Halle von gigantischen Ausmaßen. Etwas kleiner als die Markthalle. Okay, kleiner, nicht größer, sorry. Dominiert wird sie von einem riesigen, offenen Kamin mit vier Ausgängen in der Mitte, dessen Schlot sich im Dunkeln verliert. Der Kamin diente offenbar als Küche und Schmiede in einem. Ein Brunnen und eine große Steinlatrine finden sich ebenfalls zentral in diesem Raum, ebenso ein Badebecken, das jedoch voll von modrigem Schlamm ist. In den Wänden sind viele Nischen eingelassen, die zum Schlafen oder Sitzen gedient haben mögen. In allen Wänden sind kleine Tunnel zu finden, die in alle Richtungen tiefer in den Berg führen. Ein Aufenthaltsraum? Ja, aber irgendwie stinkt es hier ziemlich. Können wir um diesen Schlamm vielleicht den Weg machen? Ich meine, die Dämonenache hat schon gereicht. Ihr alle um eure sauberen Schuhe bedacht seid. Also mir reicht es hier. Ja? Das ist ein zerlesenes Tagebuch. Kann man da drin lesen? Ja, ihr seid ja flott. Ja, das sind tatsächlich, wie ihr es auch seht, in den Nischen sind Stockbetten und Schlafsäcke. Und Leichen. Ich könnte euch mal vorlesen, was in diesem Tagebuch drin steht. Mhm. Seit fast 20 Jahren harren wir jetzt schon in diesem dunklen Loch aus, um über ein Gefäß zu wachen, das wir nicht verstehen und niemals öffnen dürfen. Es ist absurd. In 20 Jahren hat niemand versucht, hier einzudringen und niemand wird es jemals wagen.
Die geheime Kammer im Vorratssaal ist kaum zu finden. Wir werden hier verhungern, wenn der Garten nichts mehr hergibt oder uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, wie die anderen es getan haben. Nur Blackanor und ich sind übrig. Ich bete zur dunklen Mutter, dass sie uns Erlösung schickt. Moment. Die dunkle Mutter? Ein Begriff aus der Dämonenverehrung. Vielleicht sollten wir uns dann lieber auf die geheime Kammer im Vorratssaal konzentrieren. Glaubt ihr, dass das hier der Vorratssaal ist? Also es wirkt eher wie eine Werkhalle auf dich, mit diesem riesigen Ofen in der Mitte. Ja. Hier scheinen die Zwerge ihre Rüstungen und Waffen hergestellt zu haben. Oder alles andere, was sie für den täglichen Gebrauch benötigt haben. Und auch die Bobberadianer scheinen hier eine Werkbank benutzt zu haben. Und hier sind zahlreiche Türen, die in alle Richtungen führen. Der Schmiedeofen funktioniert noch. Zwergische Wertarbeit. Ja. Wir sollten uns überlegen. Es sind tatsächlich sehr viele Türen. Also in jede Richtung gehen mehrere Türen ab, die aber offenbar... Teilweise sind sie versperrt, teilweise seht ihr, die Gänge sind eingestürzt, teilweise sind die, könnt ihr die Türen nicht öffnen, weil sie einfach völlig verrostet sind oder irgendwelcher Gerümpel auf der anderen Seite rumsteht. Teilweise, wenn ihr einen Blick reinwerft, sind sie auch dunkel und sehr klein, also hier sind keine Trolle langgekommen, sondern das hier ist reines Zwergengebiet. Und es verzweigt sich sehr schnell. Vermutlich sind das die Regionen der Stadt, wo Zwerge wirklich gelebt haben. Gut. Ich schätze, dann werden wir rausfinden müssen, wofür diese Vorratshalle ist. Denn da scheint aufbewahrt worden zu sein, was auch immer die Borbaradianer hier hinterlassen haben. Klingt danach. Ich schlage vor, wir öffnen erstmal alle Türen und schauen mal rein. Nicht, dass hier 9 von 10 Türen Wandschränke sind. Das ist eine gute Idee. Lass uns überhaupt erstmal rausfinden, welche Möglichkeiten wir haben. Ansonsten können wir zum letzten Raum zurück und da gab es auch noch Abzweigungen. Das stimmt. Ich gehe zu der Wand mit den, also zu der einen Wand mit den vielen Türen und öffne mal alle Türen und schaue durch. Die meisten führen in kleinere Tunnel, die sich schnell im Dunkeln verlieren. Gut, also du kannst natürlich hingehen und uns die genauer anschauen. Schon gut. Also diese ganzen Türen. Es führt irgendwo hin, es sieht aber nicht wichtig aus. Ich schätze, dass der Weg zur Vorratskammer etwas besser ausgebaut sein dürfte. Dann ist es vielleicht die eine Tür hier auf der Seite, auf der anderen Seite. Die große Tür auf der anderen Seite, also gegenüber von da, wo ihr reinkamt, die sieht so aus, als würde sie tiefer in die Festung, in die Stadt führen. Das ist ein großes Portal, problemlos ein 4-Schritt hoher Troll durchgehen könnte. Vielleicht kann Magia mal zeigen, was die anderen sich gerade anschauen. Ja. Ich habe mich neben Anselm gestellt. Neben Vino Bianco. Also entweder hier weiter oder zurück und dann in der anderen Abzweigungen. Was denkt ihr? Ich bin für hier weiter, wenn wir schon mal hier sind. Ja, lasst uns das doch tun. Ich zeichne mir mal sowas wie eine grobe Karte auf. Also, wir kamen durch den Raum mit den Schießscharten und dem Steingesicht. Also wo rechts und links Schießscharten waren und der Steinerinne Zwergengesicht. Und danach sind wir in die Markthalle gekommen, richtig? Richtig. Wo wir auf meine alte Studienkollegin gestoßen sind und einen Barbaren und jemand mit einer goldenen Rüstung und Maske. Und da sind wir gerade ausgegangen und sind ins Wohngebiet, nenne ich das hier mal, oder Werkstatt? Ja, eine Mischung aus beiden, oder? Nico? Ja? Sieht die Tür vor mir, ich habe sie ja noch nicht aufgemacht, sieht die so aus, als wäre die seit Jahrhunderten verschlossen oder als wäre sie jetzt gerade vor 5 Minuten mal aufgemacht und zugemacht worden? Die wurde vor kurzem benutzt, das kannst du deutlich sehen. Gut, also das heißt, liebe Freunde, Mithelden, Kollegen, Kollege, man kann hier deutlich sehen. Wir sind tatsächlich, ja. Man kann hier deutlich sehen, ich kombiniere, dass hier jemand durchgegangen ist. Das heißt, wenn wir ihn weiter folgen wollen, müssen wir hier durch diese Tür. Dann würde ich vorschlagen, wir tun das. Und da ihr vorne steht, macht sie doch einfach mal auf. Ach, verdammt. Ja. Ihr macht das. Ich öffne die Tür. Wo ist Lucius jetzt schon wieder hin? Da stand man mal eine Sekunde zur Seite, um sich was zu trinken zu nehmen. Ich sehe noch. Achso, jetzt ist er weg. Okay, Verzögerung. Also, sie geht durch. Ja.
Und wir schleifen Lucius mit. Aha. Lad, lad, lad. Also, können wir bitte nicht schleichen? Das sieht einfach lächerlich aus. Du und deine Befindlichkeiten. Großartig. Das ist nur der Neid. Ja. Ich meine, ihr könnt es auch, aber... Der Gang geht hier unvermittelt in eine schmale, gebogene Brücke über, die eine unermesslich tiefe Schlucht überspannt. Es ist nicht zu sagen, wie hoch die Decke oder wie tief der Abgrund ist. Auch die Länge der Brücke ist erst einmal nicht abzuschätzen. Vor der Brücke liegen die Leichen von zwei Zwergen. Sie sind seit Jahrzehnten tot. Ich mach mal... Genau, mach das mal Licht an. Ja, ich hatte das für keine schlechte Idee, wenn wir versuchen wollen einzuschätzen, ob diese Brücke sicher ist. Gute Güte. Wer geht voran? Wer ist die leichteste von uns? Geh doch mal die Kamera ein bisschen, damit wir die Brücke ein bisschen besser sehen. Ich bin mir sicher, ihr seid alle viel leichter. Hier sind wir und da führt die Brücke ins Dunkel. Ihr seid leichter als wir alle. Das ist eine sehr lange Brücke. Hier sind die toten Zwerge. Und hier geht's weiter. Und auch hier war ein Tobri ja offensichtlich irgendwann mal zwischendurch. Oh. Also, wenn ich die Dame bitten darf... Ich gebe zu, ich bin die leichteste. Mist. Ich kann aber vielleicht noch helfen. Ja, bitte. Ah, jetzt das ist eine gute Idee. Ich mach mal Pause. Mhm. Oh nein. Klar, ne? Sekunde kurz. Tatsächlich, in dem Moment, wo ihr die Brücke betretet, komme ich auf die Pausetaste. Geht ein Ruck durch diese beiden Zwergenleichen, die hier liegen. Und sie erheben sich. Versperren euren Weg. Sehr interessant. Das klingt vollkommen nach eurem Spezialgebiet. Ja. Das sind Zwerge, die seit Jahrtausenden hier verrottend in diesen Hallen gelegen haben. Denkt ihr zumindest im ersten Moment, aber als ihr näher kommt, seht ihr, so alt sind sie nicht. Es kann eigentlich nicht sein, dass das 1000 Jahre alte Leichen sind, die sehen aus. Und wenn ihr genauer hinschaut, es wirkt so, als hätten sie die Farben der Barbaradianer und als wären sie eher mumifiziert als verwest. Barbaradianische Zwerge? Mumienzwerge. Kurios. Lucius kann sich in Erinnerung rufen vielleicht, dass die Barbaradianer diese Festung schon einmal erobert hatten und wieder verlassen hatten und von einem namenlosen Schrecken gesprochen haben, der dort lauern soll. Ja, und dass auch abtrünnige Zwerge auf Seiten Barbarads standen damals, die für Barbarad diese Zwergenstadt gehalten haben. Das ergibt dann durchaus Sinn. Also, dass dort Zwerge sind, ist jetzt nicht so überraschend. Auch in den schwarz-roten Roben. Das waren Überläufer. Und das ergibt natürlich jetzt auch Sinn, dass der eine golden war. Es heißt, dass die Barbaradianer... Vielleicht klären wir das später. Ja, wechseln wir unsere Theorien später aus. Ist vielleicht nicht mein Tag. Ja, das glaube ich auch. Jetzt ist er wütend. Tut mir leid. Ich habe eine Idee. Ja. Ich werde versuchen, den Boden unter ihm eisig zu machen. Vielleicht fliegt er runter? Das war der Gedanke. Das klingt tatsächlich überraschend vernünftig. Boden müsste auf jeden Fall rutschig sein. Du schaffst es tatsächlich die... Was für ein Zauber ist das? Wieder Caldo Frigo? Alles nah dran. Das ist rutschig. Wird. Wie lange hält das denn wohl? Wahrscheinlich ein paar Runden. Dauert zwei Runden.
Oh, das hat sich, das war gar nicht nötig. Sehr gut, storytechnisch hast du ihn da runtergeschubst. Ja. Was ist das? Er hat noch einen Freund. Mhm. Aber rutschig ist der Boden noch. Ja. Ah! Au! Au! So, aber irgendwann muss es doch wirklich funktionieren. Nicht. Vor allem, du machst das ja nicht absichtlich. Nein, aber ich finde es sehr passend. Dann soll er schlafen. So, ich. Das ist ein Untoter, der kann nicht. Sagst du? Schau ihn dir an, er schnarcht. Offensichtlich hat er einen Zauber verwendet, der auf das magische Geflecht einwirkt, das diesen Untoten zum neuen Leben erhoben hat. Culminato! Au! Au! Das ist eine wirklich ungünstige Position, um von der aus zu kämpfen. Und wieder daneben. Wem sagt er das? Ich möchte nicht pingelig sein, aber was ist dieser untote Zwerg da hinter mir? Was? Hinter euch? Oh. Wo kommen die denn her? Ungünstig. Ah. Und kann es sein, dass ihr sie beschleunigt habt? Können wir die mal zeigen? Ich bin mir nicht sicher, ja. Wisst ihr vielleicht. Was? Ich erledige den vor uns und dann gehen wir weiter in die Richtung. Eine gute Idee. Er ist zumindest schockiert. Also hier steht der untote Zwergenkrieger, wenn mein Verbündeter. Deswegen habe ich ihn auch günstig verzaubert, glaube ich. Wo kommt die denn her? Die waren eben noch nicht da. Ah! Oh oh. Der Zwerg ist dein Verbündeter? Ja. Steuerst du die automatisch, Nico? Ja, das war automatisch gerade auf Verbündeter gestellt. Das wollen wir natürlich nicht, der ist jetzt dein Feind. So. Toll, danke. Oh. Ich weiß nicht, warum die auf Verbündet gestellt waren automatisch, das ist natürlich Quatsch. Ja, vielleicht damit Kampf nicht automatisch auslöst. Wahrscheinlich, wir haben ein noch größeres Problem. Ja, tatsächlich erscheinen aus dem Dunkeln wieder eure beiden alten Bekannten, Hyria und der Mann in der goldenen Rüstung, und mustern euch, während ihr mit den Zwergenskeletten kämpft. Greifen aber nicht in den Kampf ein, auch wenn das gerade so aussah, ja. Wow! Kann man eine Seitenansicht sehen? Ich wusste doch, dass ich irgendwann nochmal diesen Nahkampfzauber nutzen können würde. Magst du vielleicht mit dem Stab auf den Boden hauen und was sagen? Kannst du mal eine Seite ja, das sieht viel epischer aus, so weit. Weißt du? Kann ich mit dem Stab auf den Boden hauen und was sagen? Ach so, ja, du kommst hier nicht vorbei! Vielen Dank. Und ich schlag ihm ins Gesicht. Du bist nicht episch genug dafür. Jetzt hilft ja alles nichts. Was machst du da? Setzt du deine bösen dämonischen Kräfte ein? Welche bösen dämonischen Kräfte? Deine bösen dämonischen Kräfte? Es hilft ja alles nichts. Das ist eine enge Brücke und du beschwörst irgendwas? Vielleicht. Besser als nichts zu tun oder immer mit seinem Stab daneben zu schlagen. So ungefähr. Das war deutlich. Endlich. Wow, naja, der ist vor allen Dingen runtergefallen. Ich dachte, ich halte mich einmal nicht mehr zurück. Warte, der hängt hier seitlich an der Brücke. Ja, leider kommen immer mehr Zwerge auf die Brücke hinter euch. Mhm. Ich sag doch, weiter. Ja, ich laufe ja schon. Hyria, die immer noch hier an der Plattform steht,
hinter dem immer noch nicht bezwungenen Zwerg, der auf der Brücke steht, wendet sich jetzt wieder an euch. Ich habe dir eine Gelegenheit zum Abzug gegeben, oder? Ihr Narren habt sie nicht genutzt. Ja, das ist offensichtlich. Wisst ihr nicht, wem diese Hallen schon seit Jahrtausenden geweiht sind? Der namenlose Gott ist stark hier, das mussten auch die armen, fehlgeleiteten Diener des Borberat erkennen. Gute Güte, Heria, du hast tatsächlich Religion gefunden? Warum passiert sowas eigentlich immer mir? Du bist natürlich zu zynisch dafür. Ja, ich finde, Zynismus ist eine sehr gute Weltanschauung. Entschuldigung, aber hinter uns sind noch lauter Skelette. Ja, können wir. Ja, ja, ich versuche den Zwerg vor mir platt zu machen. Ich öffne die Tür, auf die er auch zusteuert, und verschwindet dahinter. Mhm. Aber ihr Freund bleibt hier. Der hier sollte uns den Rückzug decken. Oh, lauf, lauf. Eine gute Idee. Kleiner Mistkerl. Im Chat wird übrigens gerade geschrieben, Zynismus ist Konstanzas Religion. Dieses Skelett fällt nicht um, auch wenn es keine Lebenspunkte mehr hat. Ach, was ist mit der Kopf? Oh, halb die auf. Was wird das? Ein Erzezucker. Der Golden ist wütend. Ihr habt Zagot wütend gemacht. Lauf! Mein Kleiner übernimmt das schon. Ja, ich weiß, aber der Zwerg ist jetzt auf einmal hinter dir. Ich sollte mich nicht umdrehen, oder? Ja, ich komme hier nicht weg, solange der Zwerg da im Weg steht. Au! Ich glaube, ein ähnliches Problem hat Konstanze da hinten. Ich glaube, wir haben ein großes Problem. Brenn! Ja, tut er. Er brennt. Schöne Magieeffekte teilweise. Im Chat wird gefragt für DSA-Noobs, warum immer der Namenlose ist. Ist das das große DSA-Konzept oder ist das Zufall in meinem DSA-Erlebten? Gute Frage. Naja, das hier ist ein Einsteigerabenteuer für Leute, die Aventurien noch gar nicht kennen. Deswegen war es wichtig, dass wir alle Bösewichter vorstellen. Bobaradianer, Namenlose. Ich hab kurz eine Frage, Nico. Kann es sein, dass das Zwergenskelett verbuggt ist? Ja. Was macht das denn? Es ist schon lange auf 0 Lebenspunkte, aber es steht immer noch. Okay. Das ist direkt vor dir? Mhm. Direkt, das ist ziemlich. Ja, lass uns das mal sterben. Endlich. Der Arme. Ja, das ist verbuggt. Ist irgendwie verdammt häufig, oder? Ich kann auch daran legen, dass ich das tun nicht gut genug beherrsche. Gut, dass jetzt der Weg frei ist für Xaron. Ein Mückenschwarm. Klingt gut. So, kleiner Mann. Friss! Lucius, du musst den Zwergen besiegen! Geht das nicht nochmal? Schau. Nicht mit deinem Stab rumwedeln. Den Zwergen besiegen. Haha! Oh. Au! Au! Das macht mich richtig wütend. Und deswegen werden wir jetzt nass, na toll. Das ist so die erste Phase meines Plans. Du kurzbeiniger kleiner Mistkerl. Untoter, kurzbeiniger, kleiner Mistkerl. Du untoter, kurzbeiniger, kleiner Mistkerl. Na gut. Kein Zurückhalt mehr, oder? Dann, der Chat sagt, wir sollen die Zwecke die Gruppe aufnehmen, der ist gut. Hat er das zurück? Vielleicht. Wow. Au. Wow. Asphalé, geht's euch gut? Was? Was ist passiert? Wer ist Asphalé? Lucius, geht's euch gut? Auf, Kleiner. Kommt nicht an dir vorbei. Oh nein. Der arme Kleine. Dann halt nicht. Ja,
Also der Mann, der auf dem Cover des Abenteuers ist, nennt sich Xaroth und der hat gerade den Mann, der nicht Asphalel heißt, niedergeprügelt, ist richtig? Mhm. Ja. Sieht voll episch aus. Ja. Boah, bin ich froh, dass der das im Lab nicht macht. Aber Constanza ist jetzt gereizt. Ja, und ich aktiviere jetzt automatisch Sachen, weil er mich herausgefordert hat. Sehr gut, der ist jetzt nass. Ja, toll. Ich glaube, du musst näher ans Geschehen heran. Ich bin offensichtlich dick. Ich halte ihn auf. Blitz! Tut mir leid. Ja, schön. Wir stehen hier auch in dem Wasser, das jetzt unter Strom gesetzt ist. Ja. Verlust, klein, ein bisschen Verlust ist immer. Na komm schon. Papa braucht neue Schuhe. Yes! Was? Neue okay. Schuhe? Was? Tatsächlich. Was? Bei Schuhe. Taumelt er und fällt fast in die Tiefe. Fasst sich aber nochmal, schwingt sich wieder auf die Plattform und verschwindet im Dunkeln. Oh nein. Was? Meisterwillkür. Xaroth ist vor euch geflohen. Puh. Mein kleiner Dämon ist schockiert. Runter von dieser Brücke. Ja. Die ist nämlich unter Blitzen. Ich löse meine Anrufung auf. Gute Güte. Was war das? Wird nicht mal Blut, mit dem man sich heilen könnte. Was? Nichts, ich habe nichts gesagt. Hier, für euch. Hier. Das soll mir helfen? Ihr habt gesagt, ihr braucht Blut. Da ist ein Krug mit Blut. Ach so. Frag nicht. Nein, es muss Blut sein, das vergossen wurde. Na dann. Schaut mich nicht so an. Weiter, den kriegen wir. Ja, verfolgen wir ihn. Moment. Falls er hier lang ist. Ich habe ein bisschen aus dem Auge verloren, wo er danach hin ist. Ja. Mit den ganzen Blitzen und so. Ich habe hier noch so ein Heil geöffnet worden. Was macht ihr? Wir gehen durch die Tür. Und ich male auf meine Karte ein kleines Feld mit Brücke und Abgrund. Es wird im Chat gefragt, ob es nicht nur mal kleiner ginge als der wieder Namenlose. Marie, erklär doch nochmal, was das Konzept dahinter ist. Und wie es vielleicht mit anderen Dingen zusammenhängt. Auch Philiastron viel gerade, wo ja auch alles voll mit Namenlosen ist. Ach so, ja. Dieses Abenteuer ist mehr oder weniger verkettet mit vielen anderen Sachen, die wir gleichzeitig machen. Das ist einmal die Lab-Kampagne, aber da sind auch gewisse Romane, an denen ich aktuell schreibe. Und da gibt es viele Verschränkungen. Und die Romane, an denen ich gerade schreibe, die haben durchaus was mit dem Namenlosen zu tun. Deswegen. Und mit Philiastron über ein Eck, ne? Ja. Ich habe von Ulysses den Auftrag bekommen, Romane über Pardona zu schreiben. Der erste ist halb fertig. Und ja, da ist es relativ offensichtlich, dass der Namenlose vielleicht irgendwie eine Rolle spielt. Also es ist nicht einfach, dass wir gesagt haben, oder dass du gesagt hast, Nico, da muss jetzt unbedingt der Namenlose rein, weil mir fällt nichts anderes ein, sondern wir haben schon diese Kampagne, in der es halt eben unter anderem um namenlose Umtriebe geht. Und dann tauchen die halt hier auch auf. Benny, hör auf, Dinge zu machen, sonst werden wir wieder pausiert. Ja, warte. Ich beäuge erstmal misstrauisch die Zwergenskelette, die wir hier gefunden haben, ob die nicht gleich wieder aufstehen werden. Ja, und vor allem, wie gesagt, also die Idee dahinter war ja, wir bringen Leuten, die nur Divinity kennen, mal DSA nahe. Und es muss dafür ein Abenteuer geben, das erstens zum Game Master Mode passt, wo also vorhandene Assets genutzt werden können und das auch sich gut spielen lässt im Game Master Mode, also vor allem Dungeon Crawl. Und da gab es tatsächlich einfach nichts, was hundertprozentig gepasst hat. Es gab nur Abenteuer, die teilweise gepasst haben. Also haben wir ein altes Abenteuer, Bruggers Blut, das wir sehr mögen, nochmal als Grundlage genommen, um zu überlegen, was könnte 20 Jahre später in dieser Location passiert sein. Mhm. Und es eben mit aktuellen Dingen verknüpft. Und wir wollten halt auch zeigen, für Leute, die DSA noch nicht kennen, was ist cool dran, was sind so die wichtigsten Parteien. Und ich glaube, wenn jetzt Leute von Divinity kommen, von richtigem High Fantasy, dann muss man sie auch ein bisschen High Fantasy abholen und dann kann man kein Bauer-Gaming hier bringen. Dann kann man nicht den intriganten Politiker, der irgendwie
seine Diätenerhöhung durchbringen möchte, als den Bösewicht etablieren, dann muss man gleich auf die Kacke hauen. Ja, beziehungsweise... Und, ja, Ogas Blut, mein Lieblingsabenteuer schlechthin. Ich bin froh, dass wir den ganzen Dungeon hier nochmal nachbauen konnten. Natürlich kann man dieses Modul auch benutzen, um Ogas Blut zu spielen, denn wir haben fast alle Räume umsetzen können. Ja. Und es muss halt auch etwas sein, was Sinn macht, mit diesem Hilfswerkzeug zu spielen. Und dann ist Erkunden und Abenteuer und Dungeons und sowas irgendwie sinniger als Polit und sehr viel Regen, weil dann dafür braucht man das nicht wirklich. Macht Sinn. Wir sind auch, wenn wir LARPen, wir sind eigentlich ständig auf Cons, wo es komplett nur ohne Magie geht. Wo nur das, Entschuldigung, Bauer Gaming im Mittelpunkt steht. Und also ich habe mehr Spaß dran, wenn es ein bisschen episch ist. Ja, ich bin lieber auf Abenteuer-Cons, aber es gibt fast keine mehr. Ja, mittlerweile gibt es aber wieder. Also es gab irgendwie so echt, 2000... Die verkriechen sich aber. Ja, aber so 2015 oder 16 waren die schlimmen Jahre der Ambiente-Con wo man echt quasi nur noch Ambiente-Cons hatte. Das bessert sich doch mittlerweile. Beziehungsweise aber, ich habe gerade geguckt, was für mögliche Cons ich nächstes Jahr irgendwie besuchen könnte. Und ich wollte einen Charakter mir machen, der für Abenteuer-Cons geeignet ist und auch vielleicht für Kriminalzeugs. Und dann gab es eine, die war ausgeschrieben mit Krimi-Abenteuer und ich, ja! Und dann ging ich auf die Seite und da stand mit als erstes, wir sind der Überzeugung, dass auch eine einzige Plastikflasche schon das gesamte Spielerlebnis vernichten kann. Und dann wurde ich wieder vorsichtig, weil ich ein Problem habe mit Leuten, die auf einer Con, egal was ansonsten dort passiert ist, geboten wurde, wie die Leute gespielt haben oder so, hinterher vor allen Dingen als Kritikpunkt haben, dass ein Nutella-Glas nicht richtig abgetarnt war. Das ist einfach nicht meine Art LARP. Diese Leute könnten hier zuschauen, Maggie. Also ja, es ist nicht meine Art LARP. Ist völlig kritikfrei jetzt von dir, okay. Ja. Also ehrlich gesagt... Ich will lieber was erleben, als die perfekte Immersion haben. Immersion ist schön und ich weiß das auch zu schätzen, wenn Leute sich wirklich Mühe geben, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich auf solche Cons gehe, die so unglaublich gut ausgestattet sind und wo alles super versteckt ist und dergleichen und es aber eigentlich nur um das Ambiente geht, ich mich langweile. Es ist einfach nicht meins. Wenn ich halt feststelle, dass wir in der Garage meiner Mutter Jabba's Palast gebaut haben und ein Star Wars Lab gemacht haben und wir hatten Spaß. Ich oben von der Terrasse mit einem Apfelpflücker den typischen Huttenportalwächter gemacht habe und wir alle Spaß dabei hatten. Das war das schon, denke ich mir auch. Wir haben das früher als Kinder geschafft, mit einem Stück Holz in der Hand uns vorzustellen, wir wären Ritter. Also ehrlich gesagt, es ist schön, wenn alles echt aussieht, aber es muss nicht alles echt aussehen, da sind andere Dinge wichtiger. Okay, aber weg von diesem Exkurs Richtung LARP, mehr zur Richtung dieses Spiels. Kolumponius schreibt gerade im Chat, ich habe extra ein paar Zähne rausgebrochen, damit ich authentisch Mittelalter-Ambiente darstellen kann. Ja. Hart. So, also wir sind in einem Raum. Hier gibt es also zwei Räume, die so durch einen Torbogen miteinander verbunden sind. Mhm. Hier liegen tote Zwerge. Hier liegt ein Schwert auf dem Tisch. Das möchte ich mir gerne mal anschauen. Ist das einfach nur ein Schwert? Ist das Enchanted? Das ist einfach nur ein Schwert, Sport? Ja. Bitte? Ja. Was für ein Raum ist das hier? Hier sind haufenweise tote Zwerge, so als wären sie hier. Also, das sieht so aus. Als hätten sie hier gelagert und wären niedergemacht worden. Hier sind überall Tische, das sieht aus, als würde man hier essen oder feiern. Ja. Aber das ist doch gut, dann ist wahrscheinlich ein. Ein Lagerraum, nahe. Ja. Es sieht tatsächlich aus wie eine Festhalle, ja. Das hätten hier. Ich schaue mir die Tür hier an, wo ich vorstehe im ersten Raum, ob die schon total jahrhundertelang verstaubt aussieht oder. Sie sieht verstaubt aus, aber sie lässt sich öffnen. Ich könnte hier an einem Weinfass was brauen. Dann schaue ich einfach mal Weinfass. Wo ist ein Weinfass? Halt, nicht anfassen. Hier sind Weinfässer. Da, wo ich stehe. Ich schaue mir die Weinfässer an. Ist da noch was drin? Da ist 1000 Jahre alter Essig drin, ja. Was ist das hier da? Was ist das? Das Geräusch? Ja. Das ist ein kurzer laufender Wasserhahn. Okay, das klang, als wäre es direkt am Mikrofon. Irgendwie ist gefühlt mein Mikro hier verdammt stark. Ja, es passt aber so gut. Ich schaue mir das Weinfass an. Splosch, splosch, splosch. Es leckt wohl jetzt. Wir machen ja auch bald Schluss, ne? Also ich schaue mir. Wir können, ja, du willst dir noch was anschauen? Ich schaue mir alle Türen an und schaue mir an, welche als letztes offensichtlich geöffnet wurde, zuletzt. Die Tür, auf die du gerade zugehst,
Wenn du die anschaust, dahinter ist der Tunnel komplett eingestürzt. Das heißt, da geht's nicht weiter. Die Tür, genau, da geht's nicht weiter. Die andere Tür, vor der du gerade standest, neben den Weinfässern. Wenn du gegen die drückst, da bewegt sich ein bisschen was, aber dahinter sind Barrikaden aufgebaut. Und zwar massiv. Da hat jemand Möbel und irgendwelche Werkzeuge und Bretter und Trümmern dagegen geschoben. Und zwar erst vor kurzem, um euch offensichtlich aufzusperren. Hier geht es auch nicht weiter. Ärgerlich. Okay. Also irgendwer hat ja hastig Barrikaden aufgebaut, gegen euch. Gegen uns. Ja, wir sind gefährlich. Naja, wir sollten da wohl nicht... Boah, boah, der Zwerg steht auf. Was? Ja, der Zwerg ist aufgestanden. Nimm's wieder hin. Und wieder zusammengebrochen. Das ist... Damit kann ich leben. Dieser Zwerg zuckt vor sich hin. Ah. Warum? Oh, dann fällt er wieder... Was passiert hier? Ich weiß nicht, aber ich habe auch eigentlich kein gesteigertes Interesse, es herauszufinden. Nein, das ist... Oh, der weitere, das ist ein seltsames Phänomen. Jo. Es ist, als würde jemand versuchen, sie zu erheben, aber es funktioniert nicht richtig. Ich würde lieber kein Risiko eingehen wollen. Ja, und wo wollt ihr weiter? Diese Tür da drüben ist verrammelt. Na, dann entfernen wir doch die Barrikade. Das ist... Auf der anderen Seite ist die Barrikade. Nicht möglich. Das heißt, wo geht's denn überhaupt noch weiter? Also wenn ich sage Möbel, dann meine ich natürlich, dass die massive, metallverstärkte Zwergenmöbel, das ist nichts, was du einfach so durch die... Dann folgt mir, hier ist die einzige Tür, durch die wir noch können, wenn wir nicht zurück wollen. Dann machen wir das doch. Gut. Und ihr hört große Geräusche von irgendeinem dämonischen Wesen, das ihr nicht richtig zuordnet. Babyzwerg-Skelette. Nein. Das wollen wir nicht, ne? Wir sind nur erwachsene böse Zwerge gestorben. Wenn ihr diesem Gang folgt, kommt ihr durch mehrere Korridore und nach einiger Zeit, es dauert ziemlich lange, ungefähr ja fast eine Stunde, irrt ihr durch diese Korridore, die letztlich zu einem größeren Raum führen. Dafür gibt es eine Vignette. Seht ihr sie? Ja. Ja. Die Decke dieses Raums ist in der Mitte eingestürzt, sodass der Saal in zwei Hälften gespalten wurde, die voneinander abgetrennt sind. Den südöstlichen Teil des Raums könnt ihr nicht erreichen. Ein prunkvoller Thron ist teilweise von der Decke begraben. Decke betraben. Ein Sim? Hast du es gerade auch vorgelesen, nur aber unterbrochen? nur in ja. Schlecht? Ja, ja. Genau, ich habe es auch vorgelesen und dabei meinen Mute-Knopf immer wieder gedrückt. Ich wollte mir das später anhören und gucken, wie sich das anhört. Oh, einmal mit Profis. Kodoponius fragt, ob Nico abseits von Orgenspalte TV lieber meistert, als er spielt. Das ist tatsächlich richtig, obwohl ich völlig aus der Übung bin. Ich habe schon ewig nicht mehr zum Spaß gemeistert. Nur noch auf Labs, wo es ganz schrecklich und ja, gut, auf Labs, das ist glaube ich, was ganz anderes, oder? Auf Labs. Ja. Ja, aber du machst ja trotzdem den Plot und schickst arme, hilflose Seelen durch. Ja, aber ich muss nicht auf dem Lab muss ich ja immerhin nicht alle NSC-Rollen selber spielen, das ist ja der Vorteil. Nee, aber du hetzt sie auf Leute. So, ihr seid in diesem... Ja, es war mal der Thronsaal offensichtlich. Aber in der Mitte des Raums ist die Decke eingestürzt. Das sieht so aus, als würden wir da nicht durchkommen. Ja, aber hier ist eine weitere Tür. Hier führt eine Tür weiter. Ihr könnt erahnen, dass auf der anderen Seite... Könnt ihr euch die Trümmer durchschauen, dass da auch noch Türen sind. Ich schaue mir an, was es noch im Raum gibt. Und tatsächlich ist da in der Mitte ein gigantischer, prunkvoller Thron, der... direkt unter den Trümmern begraben wurde. Soll hier eine Steinluke direkt drunter sein? Unter dem Thron? Ja, was du da anklicken kannst, kannst du anklicken. Ja, was... Ich kann es nur ab... Das ist schwierig, ne? Ja.
Was macht er hier herum? Vielleicht kannst du deine Schaufel benutzen und was weggraben. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich wusste doch, warum ich sie mitnehme. Ja, okay, na gut. Du gräbst eine Weile und es ist umsonst, sagt die Sprechblase. Das ist erstaunlich, das bringt wirklich was. Es bringt natürlich was. Guck mal genauer hin, ihr könnt da Dinge anklicken. Also ich kann sie anklicken. Ich nicht. Ich sehe da die Kante von einer Falltür, aber ich kann sie nicht aktivieren. Da ist noch mehr. Tatsächlich erkennt ihr, nachdem ihr die Trümmer weggeschaufelt habt, ein Geheimfach in diesem Thron. Unter dem Thron hat, wer auch immer hier König war, hat da darin etwas verstaut in einem schwer zu erkennenden Geheimfach. Mhm. Ihr könnt das Geheimfach nicht öffnen, weil das hier unter den Trümmern begraben ist, aber ihr könnt, wenn ihr es findet, das rausnehmen, was drin ist. Das ist hier zum Anklicken. So, dann lass uns jetzt mal hier gucken. Ich habe vorhin eine Steinluke gefunden, aber die lässt sich nicht anklicken. Damit lässt sich nichts machen, nee. Dann bekommt, wenn ihr Alt drückt, könnt ihr sehen, was anklickbar ist. Zwergenring. Schaut mal, ich habe einen Zwergenring gefunden. Passt er dir? Ich benötige Stufe 1 Lehrmeister und eine Identifizierungslupe. Hier ist ein uralter Ring mit zwergischen Runen. Das müsste die Beschreibung sein, richtig? Ja, das ist die Beschreibung. Ich weiß das nicht. Das ist doch schon mal gut. Also, hübsch. Ja, das kann ja nicht schaden, damit zu nehmen. Das stimmt. Aber weiter kommen wir hier auch nicht. Geht's hier drüben irgendwo weiter? Nein, oder? Da drüben ist noch eine Tür, oder? Ja, da ist noch eine Tür. Da kommen wir natürlich durch. Dann tun wir das doch. Und ja, Konstanze hat sich übrigens zwischendurch umgezogen. Hat sich was Praktischeres angezogen. Sie wissen aus wie Lara Croft. Passt ja zu dir. Ich habe diese hübsche Bluse in einer Kiste gefunden und da passte meine Hose nicht mehr dazu, also meine andere Bluse. Ich verstehe das. Mhm. Die geht weiter in die... durch die Tür, richtig? Mhm. Wie sind wir da eigentlich schon wieder reingestolpert? Ihr geht weiter durch die Dunkelheit und durch einen großen... Wunderschön. Ja. Durch einen langen Korridor. Ihr geht tatsächlich so weit Orientierung, eure Orientierung, dass ich euch sagen kann, geht ihr immer weiter nach Osten in einer geraden Linie. Und zwar auch noch nicht nur nach Osten, sondern auch nach oben. Ja, der Weg führt immer weiter nach oben. Und ihr habt das Gefühl, diese gewaltige Last der Felsmassen, die ihr um euch herum spürt, die nimmt langsam ab. Irgendwann öffnet sich das in eine große, helle Höhle. Diese nämlich. Oh. Es ist wunderschön. Das ist tatsächlich wirklich erstaunlich und gar nicht mehr so beklemmt. Sind das ich meine Pilze? Sogar, Das sind Pilze, oder? Ich meine sogar sowas wie frische Luft schon zu riechen. Ist das vielleicht der Garten, den das Tagebuch erwähnt hat? Ich denke, wenn Zwerge einen Garten anlegen, dann wird er so aussehen, oder? Tatsächlich könnte das sein. Die Tür, vor der Lucius gerade steht. Hier ist Licht. Da fällt Tageslicht rein. Wenn ihr rausschaut, seht ihr tatsächlich eine weite grüne Ebene vor euch. Ein Zauberhut Fliegenpilz. Und ihr habt tatsächlich jetzt Aradolosch komplett einmal von Westen nach Osten durchquert. Ihr könntet jetzt einfach gehen. Allerdings ohne eure. Ist das nicht unser Ziel. Aber es ist doch schon mal gut zu wissen, dass es hier rausgeht. Ja. Ja, das stimmt wohl. Aber hier geht's ja irgendwo überhaupt noch weiter. Suchen wir. Hier geht's hoch, oder? Ja, ich habe aus Versehen gerade irgendwo hingeklickt und da geht's hoch, ja. Wird allerdings nirgendwo hin, wenn ihr es euch genauer anschaut, das ist nur gesagt, was ist. Also müssen wir wieder zurück. Aber ihr seht da einen Wasserfall, der in die Tiefe stürzt. Und falls ihr euch das genauer anschaut, ja, seht ihr, dass da Treppenstufen hinabführen. Wo immer der Wasserfall hinläuft, dorthin gibt es auch einen Weg, den wir folgen können. Dann tun wir das doch.
wir wollen ja nicht raus. Dann gehen wir halt hier weiter. Keterum Kensio fragt, kann man in diesem Game Master Mode nur dieses Abenteuer spielen oder auch selbst welche erstellen? Man kann auch selbst welche erstellen. Das ist nur eins, das schon fertig geliefert wird und vor allen Dingen schon mit darauf zugeschnittenen Karten. Man kann eine gute Menge an fertigen Karten verwenden, die einem zur Verfügung gestellt werden. Aber, ja. Man kann auch mit einem mit Hilfe von Tutorial und einem Editor sich maßgeschneiderte Karten bauen, tatsächlich. Es ist relativ mühselig. Beim Betreten der Halle stockt den Helden der Atem. Es ist ein natürlich beleuchteter Pilzgarten, der um einen See angelegt ist, in dessen Mitte sich eine gewaltige Felssäule erhebt. Die Pilze geben ein waberndes Licht ab, aber auch hunderte Kristalle leuchten in unwirklichem Schein. Fische schwimmen durch den See, zwischen den Leuchtpilzen sind überwucherte Wandelpfade zu erkennen, überrankte Sitzbänke und Statuen. Dieses Bild stammt jetzt direkt aus dem 20 Jahre alten Abenteuer. Cool. Ist das schon so alt? Ach du Schande. Ja, die leider. Musik ist super. Glückstreffer. Schön. Ich hoffe, davon kommt irgendwas an im Stream von der Musik. Also bestimmt. Müsste, ich höre sie mit einer vernünftigen Lautstärke. So, und ich denke, das ist der Garten. Ja, das glaube ich jetzt auch. Das andere war der Vorgarten. Was haben wir denn? Das ist wirklich beeindruckend. Aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Mhm. Oh, ist das hübsch. Oh Mann, da haben sie sich echt Mühe gegeben bei Larian. Ich sehe überhaupt nichts von dem, was du so als Attraktion hast. Da drüben brennt was. Und ich glaube, es lebt. Entschuldigung, ich muss eben noch zeigen, wie hübsch das hier ist. Seht mal, hier wachsen überall Hörner. Geh mal ruhig bis in die Kamera, weil ihr seid aus einer Mittelsäule gerade gekommen. Mhm. Aus dieser. Wie nennt man das denn mit diesen Sechsecken? Basalt. Ja. Aus dieser Basaltsäule in der Mitte, das ist genauso wie es beschrieben ist im Abenteuer, dass da eine Wendeltreppe in einer Mittelsäule nach oben führt. Hier wachsen überall Hörnlinge. Und vor allen Dingen wachsen hier seltsame, verseuchte Morphus. Ich sage, es brennt. Ein Feuermorphu. Aber ich muss zugeben, das ist schon einer der schönsten Orte, die ich jemals gesehen habe. Ja, aber das ist ein Feuermorphu. Das von einer Nekromantin. Ja. Was? Ich hab als junges Mädchen auch von Skelettpferden geträumt und hatte ein Poster von Paul Berra an meiner Wand hängen. Ein Poster. Vielleicht kann ich ihn ja einschläfern. Also, noch haben die euch nicht beachtet, diese Morphus. Die scheinen da einfach zu grasen und Pilze zu treffen. Wir können ja versuchen, dran vorbeizulaufen. Ihr geht voran. Nein, ihr geht voran. Nein. Ich würde mich nie nach vorne drängen. Ah, gute Güte. Ich gehe vorsichtig an dem Tierchen vorbei. Und versuche es nicht zu stören. Ah, offensichtlich sind sie tatsächlich ziemlich friedlich. Na dann. Du hältst genug Abstand. Die scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Glück gehabt. Leuchtende Pilze. Nur die Frage, wo es weitergeht. Tatsächlich führt da ein Pfad in den Fels und wieder tiefer in die Stadt hinein. Also wieder Richtung Westen. Wollt ihr dem folgen? Naja, das ist ja soweit die einzige Möglichkeit, die wir haben, oder? Mhm. Also ihr wollt ganz zurückgehen in den Raum, wo die ganzen anderen Türen waren. Ja, nein. Also folgen wir doch dem Weg. Yep. Ja. Konstanze schaut nochmal über die Schulter und seufzt, als ihr den Raum verlasst. Oh. Der Weg führt... Diese ganzen Pilze kann man sicherlich was draus machen. Der Weg führt wieder tiefer in den Fels. Und auch tiefer nach unten. Sagt immer weiter ab. Und es wird immer wärmer, bis ihr schließlich... Ah, ich habe eine Vignette für euch. Aber da habe ich keine Vignette.
es wird währenddessen unter anderem gefragt, welche Regelwerke kann man benutzen. Der Game Master Mode unterstützt nicht per se Regelwerke. Der Game Master Mode benutzt, wenn man das will, das Kampfsystem von Divinity Original Sin 2, was wir bisher auch gemacht haben und versucht haben zu interpretieren, was das vielleicht für DSA bedeuten könnte. Ansonsten kann man aber auch ein Würfelsystem einbinden. Es gibt die Möglichkeit, Proben abzufragen mit verschiedenen Würfeln. Oder man kann einfach die Leute zu Hause würfeln lassen und ihnen vertrauen. Aber es ist nicht so, als wäre tatsächlich da jetzt einmal DSA wirklich in die Engine eingebettet. Gut, ich habe doch keine Vignette, aber wie ihr seht, vor euch hat offensichtlich gab es einen Durchbruch und der ganze Tunnel ist mit Lava überflutet. Das ist ungünstig. Ja, das stimmt wohl. Könnt ihr es drauf regnen lassen? Ich habe vorhin auch was Interessantes gefunden. Oh nein, hätten wir nur einen Wettermagier, der darauf regnen. Regen, was? Was? Warum kann das denn jeder? Ich habe eine Schriftrolle gefunden, ich kann es nur einmal. Aber ich glaube, es hat nicht wirklich viel gebracht. Es kühlt ein wenig ab, aber... Man müsste schon sehr, sehr, sehr gewagt vorgehen, beziehungsweise... Es wäre schon sehr riskant, jetzt über Lava zu laufen, nur wenn man kurz drauf geregnet. Natürlich dampft es jetzt alles. Es ist, ja. Wie ihr seht. Was macht sie? Sie läuft auf die Lava. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich meinen... Und sie brennt. Sie brennt. Mein Viech. Mach sie wieder nass. Gleich tot. Danke. Ich brenne nicht mehr. Ich wollte eigentlich mein Viech anklicken. Ist ziemlich tot. Also das hat nicht so ganz geklappt. Ich habe dir vorhin einen Heiltrank zugesteckt. Mhm. Hier ist Regen. Gut. Also ich habe da vorhin so eine Eisgranate gefunden. Aber ich weiß nicht, soll ich sie mal benutzen? Aber ich glaube, die hat nur einen sehr begrenzten Effekt. Ich glaube, die Eisgranate ist nicht Teil des Abenteuers, sondern ein random Gegenstand, der hier im Spiel gespawnt. Beziehungsweise die Leute von Larian haben doch teilweise relativ viel Freiheit an den Tag gelegt bei dem Ausstaffieren dieser Level und einfach mal Dinge eingepackt, weil sie dachten, es wäre nicht interessant genug. Nun, wie kommen wir hier rüber? Gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wohin es gehen soll. Ich weiß auch nicht, wohin es gehen soll, aber also es ist der einzige Weg, den wir gefunden haben. Weiter, aber er ist komplett mit der Lava überflutet. Sehe ich da hinten, wie es weitergeht? Ja, du siehst da einen Pfad, der tiefer in den Berg führt. Nun, ich weiß nicht, beherrscht jemand den Transversalis? Nein, ich kann nicht teleportieren. Ja, vor allem nicht drei Leute. Nein, wagen wir es. Also, ihr seid ja zwei gebildete Gildenmagier. Gebildete Gildenmagier, gebildete Gildenmagier. Ja. Ja. Wenn ihr etwas Nützliches gefunden hättet bisher, dann würde es euch wahrscheinlich aufgefallen sein. Wäre es euch wahrscheinlich aufgefallen. Jemand hat einen Zwergenring eingesteckt. Ihr habt etwas Nützliches gefunden. Und da ihr schon den Grundkurs Elementarismus belegt habt, wahrscheinlich in eurer jeweiligen Akademie. Ja. Habt ihr schon das Gefühl, dass hier auf diesem Ring vielleicht eine elementare Verzauberung liegt, die euch vielleicht helfen könnte? Na gut, ich ziehe mal diesen Ring an meinen dicksten Finger. Und gehe vorsichtig mit meinem Fuß über die Lava. Warte. Bist du sicher? Ja. Also komm, du bist ja wirklich nicht so unfähig wie andere Novizen oder Abgänger der Universität, der Akademie von Ilmblick. Vielleicht kann ich auch den Ring Richtung Feuer halten. So etwas wie einen Ring, der dauerhaft Schutz vor Feuer gewährt, gibt es eigentlich in Aventurien nicht. Das wäre mächtig, ne? Das wäre ja tatsächlich sinnvoll. Ja. Und dann, wenn man solche elementaren Ringe hat, dann ist da meistens eine ein- oder mehrmalige Wirkung reingebunden, die man aktivieren muss. Zum Beispiel, indem man ihn dreht. Ich drehe am Ring. Du drehst am Ring. Treibe am Ring. Und... Oh. Es schiebt sich aus der Lava plötzlich ein elementarer Diener. Huch! Der dich kurz mustert. Wie charismatisch ist denn der Vino? Aber du kennst ihn doch. Der ist
eine Bombe an Charisma. Das ist quasi seine hervorstechendste Eigenschaft. Eine Bombe. Hallo, ja. Als Illusionsmager ist man ja wohl charismatisch. Eine Stimme schlägt dir entgegen von diesem Wesen, dieser Kreatur aus einer anderen Sphäre. Heißer Atem schlägt dir ins Gesicht und du wirst gefragt, was ist euer Begehr, Meister? Oh, mich hat noch niemand Meister genannt. Ich berate mich kurz mit meinen Kollegen. Was ist am schlausten von einem heißen Djinn zu erwarten? Solche Kreaturen können den Dienst leisten, jemanden unbeschadet durch ihr Element zu bewegen. Das klingt für mich gerade nach einem sehr sinnigen Dienst. Bring uns drei unbeschadet über diesen brennenden Bogen, Boden hin zu, ich deute auf den Weg da hinten. Den Weg da hinten. Ja. Und bitte sorgt dafür, dass wir auch durch dich keinen heißen Schaden kriegen. Wie ihr wünscht. Umschließ dich komplett in seinen elementaren Körper. Und auch die anderen beiden. Und ihr werdet durch die Lava hindurchgeschoben. Ihr seht tatsächlich nicht wirklich, was passiert. Ihr spürt die elementaren Gewalten um euch herum, bis er euch auf der anderen Seite wieder. Na, nicht genug Platz für Lucius. So, jetzt. Was? Warum tust du das? Das war der Schein. Wieder ausspuckt und. Aber das Feuer steht mir. Danke, Djinn des Feuers. Konstanza schauert ein wenig. Ja, das war hoffentlich eine einmalige Erfahrung. Aber er scheint dir zuzunicken und verschwindet wieder in der Lava. Na, das war ja mal was. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall nicht zurück. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Na dann, vorwärts. Jawohl. Wir betreten den Gang. Ihr betretet den Gang, danke. Er schlängelt sich weiter durch den Fels. Mhm. Und irgendwann kommt ihr wieder in tatsächlich echten verarbeiteten Räumen raus mit Steinwänden und Verzierungen. Ihr geht die Höhle wieder in die Stadt über und was ihr seht, wenn ihr euch umdreht, ihr seid nicht passiert. Ich wusste nicht, ob wir uns bewegen dürfen. Ihr dürft euch bewegen. Ja, wir gehen weiter. Oh, da ist ein riesiger Kessel an Ketten. Ein riesiger Kessel, genau. Moment, ist das ein Aufzug? Es sieht für dich so aus, da ist auch eine Winde daneben, als wäre das ein Aufzug, ja. Sollen wir mal schauen, ob wir das irgendwie zum Laufen kriegen? Naja, was haben wir sonst hier möglich? Ich schaue mir das näher an. Ich suche nach einer Winde oder sowas in der Art. Du findest neben diesem großen Korb oder Eimer tatsächlich hinter einer der Säulen einen Hebel, der in die Säule eingelassen ist und wahrscheinlich Teil eines versteckten Mechanismus ist. Wie lang brauche ich vom Hebel in den Korb? Du kannst einfach reinspringen. Na dann alle rein. Ich betätige den Hebel und spring dann hinterher. Sehr gut. Ich klettere. Du ziehst an dem Hebel, es geht ein Ruck durch dieses ganze, diesen ganzen Eimer. Ja. Mhm. Langsam fangen die Ketten an, sich nach oben zu ziehen. Sie knarzen ziemlich verdächtig, sind ja schon ein paar tausend Jahre alt, aber Zwergenarbeit ist robust. Du schaffst es noch, hinterher zu hechten und die anderen beiden ziehen dich in den Kessel. Und dann beginnt eure Fahrt durch die Dunkelheit nach oben. Und Konstanza kauert sich genau in die Mitte dieses Kessels. Halt mich am Rand fest. Dann kommt ihr nach einigen Minuten der Fahrt, kommt ihr, Moment, jetzt hat er die falsche Ecke.
Sekunde. Bin gleich wieder bei euch. Ich muss euch nur woanders hinschubsen. Kein Stress. Ja, schubs uns nur. Kommt ihr in diesem Raum raus? Puh. Oh, Moment. Hier waren wir. Ist das nicht die andere Seite? Ja. Ja, vielleicht. Also, was war das? Was war das denn? Das kann wohl... Was war was? Ihr habt gerade Funken gesprüht. Ah, das. Hier liegt auch... Hier liegen Lederhandschuhe. Gar nicht mal schlechte. Das heißt aber, wir haben es jetzt... Hinter euch ist auch immer noch der Aufzug. Seht ihr das? Ich finde das ganz cool. Ja, Moment. Ich zeig's auch nochmal. Da ist tatsächlich ein tiefer Schacht drunter. Das ist schon cool gemacht. Konstanze schaut ihn sich noch einmal an, schaudert und geht weg. Ich mach mal hier ein bisschen dicht, damit wir auch sehen, was wir hier tun. Ich glaube, hier hinten. Also, wir sind jetzt auf der anderen Seite Sackgasse. Im Thronsaal. Hier geht es nicht weiter. Das heißt, da vorne ist die einzige Tür, die uns weiterführt. Ja, ich schaue gerade auf meine Karte. Wenn wir jetzt hier links lang gehen, dann sind wir zumindest grob in dem richtigen Bereich. Sehr grob. Von der Tür, die von der falschen Seite verrammelt war, wo wir nicht durch konnten, auf der Verfolgung von Hyria. Das ist doch schon mal grob gut. Also die Tür, vor der Lucius gerade steht, hinter der ist der Tunnel komplett eingestürzt. Oh, ungünstig. Oh, das ist schlecht. Wo geht es denn dann weiter? Aber die andere Tür... Welche andere Tür? In der Südwand. Oh ja, es gibt ja noch eine andere Tür. Wir kamen ja durch den Aufzug. Dann nehmen wir doch die. Dann nehme ich alles zurück, was die Himmelsrichtung angeht. Behauptest du das Gegenteil? Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Aber da sich die Gänge hier ohnehin winden und ich langsam nicht mehr weiß, ob wir hinauf oder hinunter gehen. Die sind oft gewunden. Ich kann euch nachher mal die Karte zeigen. Mhm. Kann ich die sehen? Im Chat herrscht auch ein bisschen Verwirrung, wo wir gerade sind. Seid ihr wieder ein Stockwerk hoch? Ja. Wir sind runtergegangen, jetzt sind wir wieder hochgegangen. Aber die Zwergenstadt zieht sich natürlich über sehr viele Ebenen. Und der Dungeon ist so angelegt, dass man nicht jeden einzelnen Raum von ihm erforscht, sondern dass mehr oder weniger immer gesagt wird, ihr seid eine Weile unterwegs und jetzt kommt wieder ein Raum, der wichtig ist. Ich zeige euch mal jetzt auf der Karte. Das ist ein kleiner Spoiler, aber ihr müsst es jetzt sehen. Mhm. Ihr sind alle... Ja, ich kann nicht gleichzeitig hin und her scrollen. Könnt ihr scrollen jetzt in dem Fenster? Nee, ne? Nein. Nee. Okay. Aber wir sind von. 21 war der Aufzugsraum, genau. 20 war der Flammenraum. Der 16 ist der geteilte Raum, 17 haben wir nicht gemacht, das ist nur ein Korridor. 13 ist der Festsaal. Und es stimmt schon. Wo die Tür verrammelt war? Genau. Da sind zwei Türen. Die eine würde nach 14 führen, die verrammelte. Und die eingestürzte führt nach 16. Und die bei 16 eingestürzt führt auch zu 13. Also das ist. Mhm. Gut. Du warst schon relativ nah dran, ja. Nehmen jetzt eigentlich die einzige Tür, die wir jetzt noch offen haben, ist die Richtung 14. Ja, und die nehmen wir jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Ich bin mal ganz kurz weg, aber sofort wieder da. Ich denke, wir machen nicht mehr lange, oder? Ja, es ist jetzt 17 nach und um halb ist Olli dran. Oh, tatsächlich. Also wir können jetzt auch einfach sagen, dass wir, was hinter der Tür sich verbirgt, werden wir beim nächsten Mal klären. Ich glaube, das ist Sinn nicht, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt in mittlerweile nur noch 12 Minuten zu einem befriedigenden Abschluss kommen, oder? Also ich kann euch mal den Raum zeigen, ja. Okay? Und wenn ihr durch die Tür geht, dann bleiben wir mit dem Eindruck bleiben wir zurück, damit wir ungefähr wissen, was uns das nächste Mal erwartet. Es ist nämlich auch ein sehr cooler Raum, den sie da gebaut haben. Und sie haben es wie immer ein bisschen übertrieben. Wow. Aber damit beenden wir das mal für heute. Der ehemalige Simia-Tempel von Aradolosch. Mehrfach geschändet. Wunderschön neu dekoriert. Und jetzt da sehen wir uns dann noch. Das nächste Mal wieder. Für die vielleicht finale Konfrontation innerhalb von Aradolosch. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Gut. Sicher ist sicher. Vielen Dank für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Es geht jetzt weiter bei Olli. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Vielen Dank, Nico, fürs Leiten. Und vielen Dank, Anselm und Benny, die trotz eigentlich in ihrer Wohnung laufender DSA-Runde und
Aufmerksamkeitsheischen im kleinen Kind sich die Zeit genommen haben für uns. Und vielen Dank an Bennys Frau, die ihn ausgeliehen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.